Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast. Eigentlich ist das Ausgabe Nummer 334, aber es ist in diesem Fall die große Jahresendabrechnung. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Herr Basti. Gute und Grüße. Der Herr Marvin. Shalom. Und wir haben uns einen Experten eingeladen, der sich mit Dummgeschwätz auskennt, weil der nimmt jede Woche einen Podcast mit David, Enzo und Basti auf. Herzlich willkommen, Axel. Hallo, guten Tag. Vielen Dank für die freundliche Einladung. Es ist ja quasi Tradition. Wir machen das zum zweiten Mal, also ist es Tradition. Doch, geil, also zweimal auf jeden Fall Tradition. Ja, natürlich. Ja. Hier nochmal so diesen ganzen Bodensatz dieses Internets und anderen Dingen zusammenzukehren und so eine kleine Jahresendabrechnung zu machen. Wenn ich mir so angucke, wie viele Dinge wir zu besprechen haben, wird das wahrscheinlich eher so eine 5,5 Stunden Mammutsendung. Und wir wollen mal so ein bisschen hier durchgehen, was es da so zu besprechen gibt. Wir haben im Vorfeld eine kleine Umfrage zusammengestellt und haben euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, abstimmen lassen. Vielen Dank nochmal an den Menschen, der die Umfrage in dem Google Doc so ein bisschen sabotiert hat und wir jetzt hier irgendwie umplanen mussten. Einfach mal 2000 gleiche Antworten. Ja, danke. Kann man mal machen. Demjenigen war es sehr wichtig, dass Markus Anfang auftaucht. Also Axel, ich gucke an dich ein bisschen an. Ich weiß gar nicht, wie sowas geht. Markus Anfang und das Buch, das muss ich noch ganz kurz, und natürlich die Lektüre, die auch dann plötzlich auf der 1 war. Was war denn das? Quatsch, das war der Artikel des Jahres. Und zwar Meanwhile in Österreich, ja? Ja, dann hätte ich jetzt aber auch Axel in Verdacht. Ah, ich bin jetzt tatsächlich nicht. Ich bin's nicht. Naja, wollen wir nicht zu viel spoilern. Nee. Trotzdem sehr, sehr lustig. Grüße. Kriminelle Energie gehört nach zu 93 nicht hierher. Ja, passt. Kriminelle Energie passt aber sehr gut zu den Dingen, die wir hier heute besprechen müssen. Und da dürfen wir natürlich den nicht vergessen. Ich sage mal Würde und Anstand. Genau, darum geht es heute, Würde und Anstand. Das sind die Säulen dieser Sendung. Aber verstehe ich euch jetzt richtig, dass ihr direkt mit der Jahresendabrechnung starten wollt und die aktuellen Entwicklungen rund um die Eintracht völlig ignoriert? Möchtest du mit uns darüber reden? Hast du da eine Meinung zu? Goldene Trikots? Ja, natürlich. Goldene, was ist denn los bei euch? Ja, natürlich, also ich bitte dich, als amtierender Pokalsieger, was willst du da anderes machen als goldene Trikots? Das ist doch vollkommen. Kommt doch erst nächstes Jahr. Also ich muss sagen, mir gefällt es gar nicht. Ich verstehe auch nicht, da kriegen wir schon Orange angeboten, Orange Chaos, und dann nehmen die Leute das nicht. Das habe ich nicht verstanden. Keine Grüße an alle, die für Gold abgestimmt haben. Wie war das eigentlich? Die Abstimmung war aber nicht komplett ausschlaggebend, sondern die war auch nur irgendwie zu einem gewissen Teil dann für die Entscheidung. So wie bei Hannover 96. 55% der Leute wollten goldene Trikots. 55%, was denn los? Das finde ich totales merkwürdig. Understatement natürlich. Zumal das aussieht nicht wie Gold, sondern wie ein hautfarbener Anzug. Das finde ich auch nicht so geil. Naja. Ich fand die Idee. Demokratie, wa? Ich bin ein großer Demokrat, haben wir das auch auf dem Soundboard. Jetzt war ich gerade da. Ich überlasse natürlich jedem Einzelnen, das anders zu sehen, weil ich ein großer Demokrat bin. Ich glaube, wir müssen irgendwann auch nochmal über Trikots abstimmen. Vielleicht müssen wir auch hier mit den Kollegen vom Trikot-Austausch nochmal eine Sendung machen. Die könnten uns da wahrscheinlich auch nochmal aus fachmännischer Sicht ein bisschen was dazu sagen. Aber ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Aber gut, das ist halt jetzt so. Ich meine, ja, gibt Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres. Dann starten wir doch mal mit der ersten Kategorie, würde ich sagen. Genau, dann starten wir mal mit der ersten Kategorie, und das ist etwas Positives, nämlich der Spieler des Jahres. Herr Marvin, Sie haben einen goldenen Umschlag, wenn wir schon gerade bei dem Thema sind. Ja, also es ist natürlich erstmal eine enge Abstimmung gewesen. Wir hatten gute Kandidaten von Axel Witzel, einer der Spieler, die zum BVB gekommen sind und wirklich einen Eindruck hinterlassen haben. Dann hatten wir Mario Götze, den habe ich nominiert. Fand ich irgendwie, hat sich wieder wunderbar in dieses Fußball hineingespielt, nachdem er eigentlich lange weg vom Fenster war. Und dann hat sich alles entschieden zwischen Kevin Prince-Boateng und Danny da Costa. Und Kevin Prince-Boateng hat nur 31% bekommen, während Danny da Costa sagenhafte 43% bekommen hat. Dementsprechend der Spieler des Jahres hier im Eintracht-Podcast in der Jahresendabrechnung ist. Muss ich sagen, starke Nummer, oder? Absolut verdient. Ich habe zwar den Prince.
Der Applaus setzt hier ein bisschen später ein. Das sind die Zuschauer, die dabei sind hier gerade in unserem Tonstudio. Live-Studio, Live-Aufnahme. Nein, also ich muss sagen, ich habe den Prince zwar nominiert, weil ich so ein bisschen, das war auch so diesen Gedanken, den Marvin bei Mario Götz hatte, dass er sich so ein bisschen, ja, ich weiß, dass sein Ruf in Deutschland komplett gerade gerückt hat und mit dem größtmöglichen Erfolg, den du, glaube ich, mit Eintracht haben kannst und wirklich seine Fußstapfen hinterlassen hat. Aber Danny Da Costa ist natürlich auch eine sehr, sehr gute Wahl von den Hörern, weil der hat auch sich aus wirklich rangekämpft aus einem Spieler, der so ein bisschen unter dem Radar lief, der lange verletzt war, der in Ingolstadt spielen musste. Das dürfen wir nicht vergessen, das sind ja schon unmenschliche Zustände. Liebe, dass du sagst, in der Ingolstadt spielen musste. Klingt wie so eine absolute Bestrafung. Ja, so schätze ich es auch ein. Grüße an Fangrall, nein. Nein, aber ich finde schon, dass er sich trotzdem immer seine positive Art bewahrt hat und dass er sich nochmal so reingekämpft hat und jetzt tatsächlich jemand ist, wo auch Leute außerhalb von Frankfurt fordern, dass Jogi Löw ihn nominiert. Das kann man nicht hoch genug einschätzen und er ist zu einem sehr, sehr wichtiger Baustein geworden. Grüße und Glückwunsch. Er hat halt echt alle Spiele so mitgemacht, die es bei der Eintracht zu bestreiten gab. Also wirklich einer der Dauerbrenner. Trotzdem, ich sehe es auch ähnlich, man hätte auch Prince Boateng nehmen können, der derjenige war, der den Erfolg im Sommer auch mitgetragen hat, maßgeblich dafür verantwortlich war. Aber wir reden hier ja natürlich schon über den Spieler des Jahres und wenn wir dann den ganzen Jahreszeitraum sehen, kann man es auf jeden Fall verstehen. Ich bin sowieso Danny Da Costa-Fan, insofern 43% Spieler des Jahres hier in der Jahresendabrechnung. Ja. Axel, kein Spieler vom FC unter den letzten vier, wie hart trifft dich das? Nee, gar nicht. Ich finde es sehr verdient, dass kein Spieler vom FC unter den Top 4 war. Danny Da Costa ist, glaube ich, eine sehr gute Wahl von den Hörern, denn das ist so ein bisschen ein Spieler, der, ja, das ist ja jetzt nicht, wo du sagst, ah, das ist der absolute Superstar, das ist ein Lionel Messi und was weiß ich, aber es ist halt ein Spieler, der sich komplett, ja, neu erfunden hat fast, ne? Und der auch außerhalb des Platzes einen sehr sympathischen Eindruck macht. Also ich erinnere da nur an dieses Interview nach einem Sieg, wo er sich selbst interviewt hat, wo er dem Reporter alle Fragen abgenommen hat. Ja, das war hochsympathisch. Ja. Und völlig verdiente Wahl. Und da das der Eintracht-Podcast ist, habe ich fast damit gerechnet, dass auch ein Eintracht-Spieler die Wahl gewinnt. Bisschen naheliegend wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Ja, dann sagen wir an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch und kommen zur zweiten Kategorie und das ist dann jetzt das absolute Gegenteil quasi und da müssen wir jetzt eine Entscheidung treffen, weil da haben wir ein sehr enges Kopf-an-Kopf-Rennen und wir sprechen jetzt hier über den Timo Werner des Jahres. Marvin, du hast wieder einen goldenen Umschlag. Ja, ich muss Breaking News, kein Spieler der Eintracht ist hier dabei. Es tut vielleicht sehen wir ja alles. Jetzt hier einen Spieler des FC, mal gucken. Ja, mal gucken. Nein, also wir haben ein ganz, ganz enges Feld von super tollen Kandidaten gehabt. Auf der 3 ein bisschen abgeschieden im Vergleich. Mats Hummels mit nur 28% und jetzt müssen wir die Entscheidung treffen, denn es ist Gleichstand zwischen Franck Ribéry und Thomas Müller, beide 36%. Jetzt müssen wir ein Plädoyer dafür abhalten, wen wir denn als Timo Werner wirklich bestimmen wollen. Basti, ich habe so ein bisschen das Gefühl, du kannst uns dazu was sagen. Ja, zuerst mal muss man festhalten, dass es sehr, sehr toll ist, dass nur Bayern-Spieler da drin sind, obwohl wir das unabhängig voneinander nominiert sind und sogar eine Doppelung, glaube ich, gab. Deswegen gibt es hier nur 3 Kandidaten. Ja. Also, wenn ich das Pendel ausschlagen lassen müsste, dann würde ich ganz klar für Thomas Müller abstimmen. Zwar sind die jüngsten Ereignisse, die wir mit Franck Ribéry verbinden, vielleicht auch noch bei dem einen oder anderen sehr stark im Gedächtnis, aber auf lange Sicht hat sich, glaube ich, Thomas Müller diese Auszeichnung verdient mit seiner unfassbar lausbubenhaftigen Art, mit seinem tollen Charme, mit seinem Witz, den er reinbringt, mit seiner sympathischen Art, wie er mit Schiedsrichtern redet und lamentiert. Also ganz, ganz toller Mensch und immer wenn ich das Gesicht sehe und wie er lacht und sich aufregt, geht mir persönlich das Herz auf, von daher könnte ich mir niemanden vorstellen, der Timo Werner, der fast noch sympathischer ist, besser vertreten könnte als unser aller Deutschlands Lieblingsspieler, glaube ich, Thomas Müller. Axel, was sagst denn du dazu? Ja, ich habe ja Ribéry nominiert.
Vielleicht fällt Ribéry besser in die Kategorie Timo Werner des Jahrzehnts. Ja. Weil, ausgezeichnet für sein Lebenswerk quasi. Ja, genau, weil Ribéry ist ja jetzt wirklich über die letzte Dekade immer wieder aufgefallen mit Ausfällen jeglicher Art und mit seinem Auftreten auf und neben dem Platz. Für mich ist er halt einfach das verkörperte Böse auf dem Platz. Er ist selbst ein dreckiger Spieler, also ein richtig dreckiger Spieler, das im besten Wortsinn, jemand, den man nicht sympathisch finden kann, wenn man nicht mit ihm verwandt ist im ersten Grad. Er ist jemand, der das Spiel missachtet, indem er absichtlich Leute versucht zu verletzen. Er ist jemand, der das Spiel missachtet, indem er absichtlich versucht, den Schiedsrichter zu manipulieren mit seinem constantly Gemecker, Karten fordern, Schauspielern und dann selbst dreckig zurücktreten. Er ist ein Hardcore-Assi, also wirklich jemand, den man eigentlich einsperren müsste, wenn er nicht so reich wäre. Und er ist jemand, den ich in keinem Fall irgendwie bei mir ins Haus lassen würde. Das hat ihn in meinen Augen prädestiniert für den Timo Werner des Jahres. Aber vielleicht bin ich da zu hart zu ihm. Glaube ich aber. Jetzt zwei starke Plädoyers, da müssen Marvin und René sich aber entscheiden. In eurer Haut will ich nicht stecken. Das ist echt schwer. Also ich habe ja Thomas Müller nominiert, weil im Gegensatz zu Basti geht mir da nicht das Herz auf, sondern eher das Messer in der Tasche. René, die Radikalisierung des René Kurfürst tritt weiter voran. Wir haben es bald geschafft. Unser guter Einzug. Strafrechtlich relevante Aussagen. Und dann von den Personen, wo wir es nicht gedacht haben. Ja, zum Ende des Jahres kann man noch mal einen raushauen. Aber es ist halt echt schwer. Also, ich setze der Tasche auf, jawohl. Zack, klapp. Ich würde sie beide nicht in der Mannschaft haben wollen. Ich will sie auch beide eigentlich nicht im Fernsehen oder auf dem Platz sehen. Es ist echt schwierig, aber so. Thomas Müller ist bei mir noch so ein Stückchen weiter vorne, weil allein, wie Basti schon sagte, wenn ich das Gesicht sehe, da kriege ich da schon irgendwie die Krise. Ich finde, was für Thomas was Müller Thomas ist halt Müller noch harmlos. Spricht. Nein, ja, aber das ist genau das, was für Thomas Müller eigentlich spricht. Ja. Ribéry ist zu offensichtlich. Der hat diesen Ruf schon und das, also der hat das auch deutschlandweit. Was mich bei Thomas Müller stört, dass er in der breiten Öffentlichkeit ja als derjenige gilt, der ja eigentlich ein toller Typ ist. Also wenn du jetzt wenn du ganz viele Leute fragst, die dann sagen, Liebling. Ja, der Thomas Müller, das ist endlich mal ein Spieler, der haut auch mal eine lustige Aussage raus. Also Leute, doch tot, ist doch nicht lustig, Alter. Der Typ, den müsstest du eigentlich links und rechts in die Fresse hauen den ganzen Tag. Und der gilt wirklich, Ribéry hat ja auch diesen Ruf, also bei dem wird das ja schon öffentlich diskutiert. Was bei Thomas Müller mich am meisten stört, ist diesen Ruf, den er hat, dass wirklich Leute sagen, boah, das ist aber ein authentischer Fußballer. Oh, der Thomas Müller mit seinen Sprüchen. Oh, da haut auch mal einen raus. Das ist das, was mich am meisten nervt. Deswegen plädiere ich für Thomas Müller. In dieser ja, Kategorie. Dem würde ich mich anschließen. Ja, also dem opponiere ich nicht. Ich gehe da mit. Thomas Müller ist für mich halt jemand, dessen Gesicht ich nur schwer tragen kann, weil er halt so eine lausbubenhaftige Art hat, wo er immer so grinst in die Kamera, aber immer wieder auch, und das ist ja das Fiese an ihm, immer wieder so richtige Spitzen raushaut und auch eigentlich ein ziemliches Arschloch auch einfach ist, ja. Das merkst du in seiner Kommentierung, wenn es nicht so passt. Ich glaube auch, dass der wesentlich durchtriebener ist, als man irgendwie meint. Also insofern, keine Ahnung. Und das Schlimmste ist, er ist auch echt ein richtiger Kackspieler geworden, ja. Also es gab einen Zeitpunkt, wo ich auch sagen musste, okay, sind Spiele mit einer gewissen Qualität. Mich nervt er auch auf dem Platz nur noch. Es spielt auch, wenn ich mir angucke, wie er jetzt bei der letzten Partie gegen die Eintracht gespielt hat, auch mit vielen Nicklichkeiten gegen Ndika und so weiter und so fort. Es ist ein ziemlicher Arschlochspieler. Es ist nicht der Ganove des Jahrzehnts wie Franck Ribéry, aber für den Timo Werner des Jahres reicht es für mich, für mein Dafürhalten auf jeden Fall. Thomas Müller wird ansonsten in diesem Jahr keine Titel mehr holen und da muss man sagen, dann gibt zumindest diesen Timo des Werner des Jahres 2018, Thomas Müller. Die Massen im Studio rasten aus und wir müssen uns dieser Wahl oder diesem Ergebnis natürlich stellen, weil
Ich überlasse natürlich jedem Einzelnen, das anders zu sehen, weil ich ein großer Demokrat bin. Das macht mich so aggressiv, René, diese Einspieler original. Das macht mich echt aggressiv. Ja, es ist... Gute Voraussetzung. Gute Voraussetzung für die nächste Kategorie, die danach kommt, Axel. Dein Freund wird noch einige Male auftauchen. Ich wollte gerade sagen, da haben wir noch hier den ein oder anderen Lausbuben mit dabei heute. Aber jetzt erstmal haben wir die ersten zwei Kategorien hinter uns. Und wie in jeder guten Sendung machen wir so ein bisschen den Wechsel und küren jetzt die Fußballlektüre des Jahres. Herr Marvin, ziehen Sie doch mal diesen goldenen Umschlag daraus. So, und zwar auf Platz 3 haben wir nur einmal nach Europa. Axel, erklär uns doch ein bisschen, was es damit auf sich hat. Das ist ein Bildband, was Anfang des Jahres erschienen ist, im Februar diesen Jahres erschienen ist, über die Reise des ersten FC Köln durch Europa. Ist halt einfach meine Fußballlektüre des Jahres 2018 gewesen. Ihr hattet mich nach meiner Nominierung gefragt, musste ich so machen, weil es halt für mich einfach eine emotionale, eine Herzensangelegenheit war. Und ich schaue da halt tatsächlich relativ gerne rein und gucke mir die Bilder nochmal an, wie das war, als wir nach 25 Jahren wieder durch Europa gefahren sind. London, Belgrad, Weißrussland. Und ja, das macht halt einfach sehr, sehr großen Spaß. Natürlich ist es nicht das wichtigste Fußballbuch des Jahres. Das ist mir ja schon klar. Aber für mich war es halt einfach das Fußballbuch des Jahres. Und deswegen habe ich es nominiert. Kann aber natürlich verstehen, dass in einer diversen Gesellschaft, die Abstimmung ja gemacht hat, dass er Außenseiterchancen hatte. Aber ich muss sagen, ich war ja bei Saskia und Florian zu Gast. Saskia ist ja auch Köln zugetan und die hatte das Buch auch da stehen. Dann habe ich mal durchgeblättert. Das ist auch für als neutraler Fan ganz geil, wenn man wirklich, ich habe es ja durch dich so ein bisschen mitgekriegt bei 93, wie du das so erlebt hast, du hattest dann zwischendrin im 25. Spieltag gar keine Hoffnung mehr, dann wurde es immer brenzliger und dann ist mit diesem Osako-Tor, hat es dann doch geklappt und dann diese Reisen, da sind schon geile Bilder, man kann sich da schon sehr, sehr leicht reinfühlen, selbst wenn man dem FC Köln nicht zugetan ist, also da sind schon echt, ich erinnere mich an dieses eine Bild, der fotografiert quasi diesen Moment, wo ihr auf den Platz rennt und einer steht mitten auf dem Platz da. Also das ist schon echt ein geiles Bild. Ja, das ist das Cover. Wollte ich nämlich auch gerade sagen, ich habe mich da auch mal ein bisschen so durchgeguckt und finde allein das Cover halt schon mega geil, weil diese Stimmung, die ich mir vorstellen kann oder auch das habe ich ja sogar bei Twitter miterlebt, als ihr den Europacup klar gemacht habt, was das für eine Eruption war, wie die Emotionalität nach so vielem Auf und Abs eigentlich beim FC Köln da wieder durchgebrochen ist. Also das ist schon eine geile Sache und ich finde so ein Bildband hat auch einfach mega stark, weil ganz ehrlich, wir haben 1000 Bildchen auf unseren fucking Handys, ne? Und da sind wir hier und da sind wir dort, aber keine Ahnung, irgendwann gibt es einen Crash und dann ist alles verloren, wenn es nicht irgendwie in der Cloud gespeichert ist. So ein Bildband, den hast du dann auch wirklich für die Ewigkeit. Und insofern finde ich eine schöne Sache. Jetzt auf Platz 3 gelandet, aber immerhin muss man ja sagen, auch mit Stimmen, also von Nicht-Köln-Fans, also 16% ist doch eine stabile Nummer. Und nur knapp dahinter, beziehungsweise knapp davor ist, Hattrick, der zweite Band mit 24%. Das ist auch so ein Ding, Basti, das hängt irgendwie so mit 93 zusammen, ne? Ja, es ist unser Lieblingsbuch aus 93, das erste Buch, was wir gelesen haben. Es gibt drei Teile. Wir haben komischerweise mit dem zweiten angefangen, weil wir jetzt nicht wussten, dass es der zweite ist. Das haben wir dann während des Lesens erst festgestellt, dass uns gewisse Informationen fehlen. Wobei ich allerdings zugeben muss, beim Hören von 93 hatte ich zwischenzeitlich das Gefühl, dass Axel das Ding am liebsten irgendwie verbrannt, erstochen und aus dem Fenster geschmissen hätte. Ja, das war eine kleine Krise zwischen dem Buch und dem Axel. Ja, die fing so bei der 10. Seite an und endete dann erst, als es rum war, oder? Die hat noch überhaupt nicht aufgehört. ich bin weiterhin fassungslos, aber ich habe meinen Frieden mit dem Buch gemacht. Ja. Ja, ich muss sagen, also dieses Buch hat mich auf dieses Jahr auf eine Weise begeistert, das hätte ich nicht gedacht. Also es ist für Leute, die 93 nicht hören, es ist einer dieser Groschenromane, ich habe es im Rewe zum Beispiel gefunden oder die man an Kiosken sieht hier, keine Ahnung, Dr. Norden oder Toni der Hüttenwirt und keine Ahnung,
wo wirklich halbseidene Autoren merkwürdigerweise denken, dass sie Bücher schreiben müssten. Und das ist auch so ein Buch, aber es hat halt einen Fußballbezug und deswegen stach mir das ins Auge damals im Rewe und dann habe ich 1 Euro gedacht, komm, 1 Euro nimmst du mit. Dann lag das hier auch erstmal 2 Monate auf meinem Schreibtisch so und dann haben wir irgendwann bei 93 eine peinliche Gesprächspause gehabt, dann habe ich gesagt, hier Leute, ich habe ja noch das Ding, lass uns doch mal 3 Seiten daraus lesen. Ja, und was dann passiert ist, muss ich sagen, das war schon echt krank, weil dieses Buch war dermaßen absurd und schlecht geschrieben und die Story war so traumschiffmäßig, dass das scheinbar echt viele Hörer gecatcht hat. Und daraus ist ein Universum entstanden und es gibt mittlerweile fast 100 Twitter-Accounts in diesem Universum, wo Protagonisten aus diesem Buch und um das Buch herum entstanden sind, die miteinander kommunizieren. Also der Verein, um den es in dem Buch geht, der hat einen eigenen Twitter-Account, der macht jedes Wochenende, gibt es einen Live-Ticker von den Spielen. Also das hat das ist echt manchmal krass, was auch so einfach ist. Das hat eine Eigendynamik angenommen, die ist echt... Die ist nicht normal, was uns dazu verleitet hat, weil René hat es schon angesprochen, Axel hatte dann so ein bisschen, ja, er konnte es nicht mehr ertragen, weil dieses Buch wirklich dann auch nicht vorangekommen ist. Deswegen haben wir es dann abgeschlossen, haben gedacht, also wir können ja tatsächlich, Basti, mal ganz kurz dieses zweite Buch zusammenfassen. Es geht darum, dass ein Fußballspieler in ein Trainingslager muss. Der ist verliebt in die Tochter des Präsidenten. Die Tochter des Präsidenten hat eine Freundin. Die Freundin sieht diesen Fußballspieler mit einer anderen Frau durch die Stadt fahren. Und am Ende stellt sich raus, dass es die Schwester des Fußballspielers war. Ende. Du hast ja einen kleinen Seitenplot vergessen, wo man versucht, den Präsidenten zu ermorden. Ja, ich wollte was für ein Seitenplot? Wir wissen doch gar nicht, warum und weshalb und man hat so, trotzdem und warum versucht, der den nicht ermordet worden ist. Peter König, hallo, die waren in Paris, lieber Axel, über mehrere Jahre. Er hat sein Handy verloren. Nein, es wurde ins Wasser geworfen. Ja, es Wasser wurde geworfen ins Wasser geworfen. Frau, meine du lässt die Leute. Wichtigen Dinge aus, Axel. Leute. Ja, aber ihr merkt schon, liebe Hörer, Axel ist mit dem Buch noch nicht so ganz warm geworden, was trotzdem der Druck der Hörer irgendwann dazu geführt hat, dass wir aktuell bei 93, vielleicht ist es dann in der nächsten Jahresendabrechnung wieder nominiert, Hattrick 3 lesen. Wo wir von, ja, so ein bisschen mehr über den Busfahrer zum Beispiel von diesem Verein erfahren. der gegen den Spiegel rennt. Der ein inniges Verhältnis zu seinem Bus hat, was ein bisschen ungesund fast schon klingt. Aber wie gesagt, dieses Buch hat sehr, sehr viele Hörer begeistert und geärgert. Also es polarisiert auf jeden Fall. Deswegen habe ich es auch nominiert und bin sehr, 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 sehr enttäuscht, dass es nicht den Preis mit nach Hause nimmt. Heiko Lukas hätte sich das auf jeden Fall verdient, weil... Die Welle, die er mit diesem Buch geschlagen hat. Stell dir mal vor, was passiert wäre, wenn er jetzt gewinnen würde. Da würde er ja noch irgendwie 3 weitere Bände schreiben, die er alle lesen müsste. Ja, das wäre doch super. Hattrick 4 schreiben wir dann. Also wir haben David schon so ein bisschen angefixt, dass wir vielleicht den Martin Kelter Verlag an den herantreten. Und Hattrick 4, dass wir das dann rausbringen. Vielleicht gibt es dann auch ein bisschen mehr Drive und dass der Axel wieder an Bord. Also ich muss sagen, unter dem Facebook-Account vom Martin Kelter Verlag regt mich der Basti jedes Mal auf, wenn der Martin Kelter Verlag über Facebook ein neues Buch promotet, hier Toni der Hüttenwirt oder Frau Dr. Lorenz, dann kommentiert der Assi das immer mit meinem Klarnamen. So. Dann macht er da diese hier, guck mal, Axel Goldmann. Und ich schäme mich jedes Mal so sehr. Das sehen ja dann auch Freunde so. Axel wurde in einem Beitrag markiert. Ja. Völlig dubios. Ich interessiere mich für den Relaunch von Toni dem Hüttenwirt. Mann! Also ich muss sagen, ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass Axel jetzt kein großer Freund des Buches ist. Ich bin dementsprechend überaus froh, dass es noch auf Platz 2 gelandet ist. Denn auf Platz 1 haben wir Football Leagues und das mit 60% die Fußballlektüre des Jahres. Nachdem es 2017 schon die ersten Leagues gab, ist es 2018 jetzt weitergegangen mit weiteren Enthüllungen. Wir haben ja schon öfter drüber gesprochen. Ihr habt bei 93 drüber gesprochen. Wir haben es mal kurz auch mal bei meinem Eintracht-Podcast erwähnt und so weiter und so fort. Sicherlich einige Enthüllungen, die dabei gewesen sind, gerade wenn es um die Jugendspieler geht, wo wir auch ein bisschen längeren Beitrag mal zu gemacht haben. Fußball, in Sachen Fußball, im Fußballkosmos auf jeden Fall sehr wichtig. Mit 60% gewonnen. Das ist ein Erdrutschsieg. Herzlichen Glückwunsch. Okay.
Und man muss ja dann auch sagen, objektiv gesehen auch die richtige Wahl. Ne? Ja. Also ist dann tatsächlich. Nein, ich bin immer noch sauer. Ja, also definitiv ein sehr, sehr wichtiges Buch und alles, was jetzt da drumherum und danach dann jetzt einfach noch an Themen da rauskommt. Ich finde es nach wie vor immer ein bisschen schade, dass die Diskussionen da meiner Meinung nach nicht weit genug gehen, aber an der Stelle definitiv von den dreien, die auf der Liste sind, für mich auch das Buch, was den Sieg am meisten verdient hat, auch wenn Hattrick wahrscheinlich einen größeren Unterhaltungswert hat. Aber es ist halt genau das, also ich meine, was du eben angesprochen hast, ne, das ist halt schon gar nicht mehr großartig in der Diskussion ist. Das sind so Dinge, die müssen wir hochhalten. Deswegen bin ich auch umso froher, dass es halt jetzt mit 60% einfach gewonnen hat, weil auch das sind so Dinge, wir müssen immer wieder drüber sprechen, damit es nicht in Vergessenheit gerät, weil du siehst ja andere Skandale, die natürlich auch irgendwie großartig eine Welle machen, jetzt mit der Relotius-Sache, auch Spiegel übrigens, aber halt kein positives Spiegel, ja, Beispiel jetzt, aber trotzdem muss man halt sagen, was Football Leagues da gemacht hat, was die eigentlich immer wieder herausfinden, die sind noch nicht am Ende ihrer Arbeit, das ist schon wichtig, das bringt uns auch ein Stück weiter, beziehungsweise es bringt uns jetzt nicht großartig Vertrauen in den Fußball, aber ein bisschen Ehrlichkeit an den Tag und deswegen müssen wir eigentlich auch dafür sorgen, dass wir das Thema immer wieder hochhalten, insofern gute Sache. Ja, das definitiv. Und auch wenn die Diskussion nicht so weit führt, wie du es gesagt hast, René, wenigstens wird eine Diskussion angestoßen. Ja. Das ist richtig. Das ist richtig. Wie kommen wir jetzt von da aus zu unserer nächsten Kategorie? Ja. Ehrlichkeit. Die nächste Ehrlichkeit. Kategorie fehlt leider in Football Leagues. Ah, sehr schön, genau. Wir kommen jetzt zur Pressekonferenz des Jahres. Da gab es ja so das ein oder andere, was es ist. Und auch hier würde ich sagen, sind die Gewinnverhältnisse wahrscheinlich relativ eindeutig. Herr Marvin, ziehen Sie mal den goldenen Umschlag Nummer 4 bitte aus. Ja, also auf Platz 3, wir haben diesmal nur 3 Mitbewerber, denn im Grunde waren wir uns einmal einig, deswegen eine Doppelnominierung auf Platz 3, dann dementsprechend, das ist noch nicht mal eine richtige Pressekonferenz, trotzdem etwas, was durchaus erwähnenswert war, bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München gab es einen Wortbeitrag eines Fans, eines Mitglieds. Der Mann in der Lederjacke. Ja, das fanden relativ viele, sag ich mal, im Gesamtkosmos, Fußballkosmos doch irgendwo interessant. Auch weil gegen Uli Hoeneß und Co. ordentlich losgeledert wurde. Leider bei uns nur mit 4%. Auf Platz 2, die Stand-Jetzt-Pressekonferenz von Niko Kovac, eigentlich unter normalen Umständen in der normalen Fußballwelt schon ziemlich einzigartig, bekommt hier bei uns nur 16%, aber da muss man schon dazu sagen, das war schon etwas, was uns in der ersten Jahreshälfte einigermaßen, naja, schon beeinflusst hat, weil ich glaube, spätestens danach und mit den Entwicklungen einige Tage später war die Stimmung doch deutlich getrübt, oder? Ja, definitiv. Das hat so ein bisschen, ja, wenn du überlegst, in was für einem emotionalen Zustand wir zu dem Zeitpunkt waren, weil wir dann ja ein paar Wochen später auch wirklich frustriert von Schalke nach Hause gefahren sind und da quasi die Euroleague verspielt hatten. Also dachten wir zu dem Zeitpunkt, da sah die Welt echt noch ganz anders aus. Also da war auch wirklich, ich glaube, dass der Groll gegen Kovac auch viel größer geblieben wäre, wenn das so geblieben wäre und wir nicht dieses unfassbare, einschneidende Erlebnis gehabt hätten, was dann mit dem Pokalsieg kam. Weil diese Stimmung, die ich nach dem Schalke, es gab ja viele Leute, die auch gesagt haben, wisst ihr was, leckt mich am Arsch, ich fahre nicht mal mehr nach Berlin. Die Eintracht wird niemals irgendwie was erreichen. Da gab es ja schon wirklich Stimmen. Ja. Und Kovac hatte sich ja keinen Gefallen getan mit dieser Kommunikation. Das ist ja aber auch, das will ich auch nochmal hier ansprechen, was viele überhaupt nie verstanden haben. Hier ist doch normal, dass er zu Bayern geht, blablabla, und du willst auch zu Bayern gehen und das Geld und bla. Natürlich, Leute, ich bin ja nicht dumm. Klar, ich würde jetzt sofort, wenn die hier an der Tür klopfen würden, für 10.000 Euro einen Red Bull Leipzig Podcast machen, von mir aus. Die Sache ist aber doch nicht an dieser Stelle leider ab. Nein, die Sache ist doch die, wie bringe ich es dann dem René bei? Verstehst du, was ich meine? Und wenn der René das rausfindet und sagt, hier, Basti, ist da an den Gerüchten was dran? Und ich sage, hier, René, mach dir keine Sorgen, Stand jetzt ist alles in Ordnung, ich bleibe bei euch. Und dann, aber die Leute schon wissen, dass es eigentlich nicht stimmt, weil ich mit Ralf Rangnick irgendwann essen war, weil wir irgendwie einen gemeinsamen Schulfreund haben. Ja, Leute, da braucht uns keiner verarschen, das war eine Farce, wie das kommuniziert wurde von beiden Seiten, weil die Eintracht sich auch so hingestellt hat, das wüsste sie von nichts. Im Nachhinein kam raus, dass sie schon viel früher Kontakt hatten. Das war das, was uns so gestört hat, weil wir natürlich auch
Kovac irgendwie das Gefühl hat, wir wollen ihn nicht hergeben, weil es ein Trainer war, mit dem wir eine emotionale Bindung hatten. Und das hatten wir ja lange nicht, weil da, wir hatten vorher Trainer wie Funkel, wie Schaf, wie Fee, wie Skibbe. Das ist kein Typ, wo du denkst, oh geil, das ist ein Trainer und Aufbruchstimmung, sondern Jahre der Verwaltung waren ja hier in Frankfurt mit ein paar Ausreißern durch den Europapokal mit Fee. Aber trotzdem war durch Kovac trotzdem so ein neuer Spirit in der Stadt. Und natürlich ist man dann enttäuscht, gerade wenn es dann so abläuft. Also nun das nochmal als kleine Randbemerkung zu dieser Kategorie. Ja. Finde ich gut, dass du sagst, weil auch die ganze Sache mit dem Bus- oder Taxifahrer, was war das? Das war dann auch alles reichlich skurril, ne? Ja. Das war der Fahrer von Kovac, oder der Fahrer von Hoeneß. Ja. Und der Geburtstagsfeier, auf der man sich rein zufälligerweise getroffen hat. Also da war schon viel Skurriles mit dabei. Also ganz ehrlich, diese Scheiße, die einem da erzählt wurde, so am Anfang des Jahres 2018 in der ersten Jahreshälfte, da musste schon viel passieren, damit wir das einigermaßen vergessen. Aber trotzdem, das Jahr 2018 war kein gewöhnliches Jahr, denn dann kam etwas Erdrutschartiges, was die Fußballwelt auf jeden Fall nachhaltig erschüttert hat. Und zwar die Pressekonferenz des FC Bayern, die wahrscheinlich beste Pressekonferenz, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, mit einzigartigen Stücken, Versatzstücken, die wir heute auch schon wieder hier gebracht haben. Und Äußerungen, die man kaum einordnen kann. Deswegen mit 80% hat die Pressekonferenz des FC Bayern mit Uli Brazzo und Carlo Rummenigge gewonnen. 80%. Ich sage mal, the trend is your friend. Das ist, ich würde sagen, verdienter Sieger, oder? Ja, definitiv. An dieser Stelle müssen wir einfach nochmal einen Applaus einspielen. Ja. Also von einer humoristischen Art und Weise wahrscheinlich das beste Fußballkunststück des Jahres. Also besser geht's echt nicht. Wobei ich kurz davor bin, fast zu sagen, diese, ich habe es nur in Auszügen gesehen, aber die Version, die Kalkofe da jetzt gemacht hat, die ist mindestens genauso gut. Es ist schon ganz hervorragend. Ja, aber die Sache ist, eigentlich kannst du es schon gar nicht mehr verarschen. Es ist schwierig. Eigentlich ist es schon so bizarr, was da passiert ist, dass die Verarschung irgendwie verpufft, weil es ja selbst nur Satire ist. Es ist ja nicht zu fassen, was da passiert ist. Mir erschließt sich immer noch nicht nach Monaten. Erschließt sich mir wirklich nicht, was die vorhatten. Ich kann es nicht verstehen. Hm. Die müssen da zusammengesessen haben und gesagt haben, so, jetzt reicht's uns. Wir machen mal was. Und wir machen jetzt eine Pressekonferenz. Und in dieser Pressekonferenz reden wir uns alles von der Seele, was uns interessiert. Ist okay, kann man machen. Aber dann muss ich doch mit Leuten vorher sprechen und sagen, hör mal, ist das eine gute Idee, was wir da vorhaben? Und ja, Spoiler, nee, ist es nicht. Ja, das war es ja. Also wir hatten es ja bei 93, haben wir wirklich in den Sendungen zuvor, hatten wir immer gesagt, wir reden jetzt auch nicht mehr über Bayern, also hat auch irgendwann ein Bart und so. Und dann kam ja diese Pressekonferenz und dann hatten wir ja auch hier, ich glaube, wir alle vier hier hatten untereinander fast Kontakt, als das war. Das war ja wie so ein Weltereignis, wo du sagst, siehst du das gerade? Wo jeder weiß, glaube ich, noch, wo er war, als das war und wie wir kommuniziert hat. Wie die Mondlandung. Ja. Dann haben wir dann auch gesagt, Leute, das müssen wir besprechen. Bei Fußball 2000 wurde es ja auch verarbeitet. Also ich glaube, überall war das Thema Nummer eins, weil diese Absurdität, was Axel angesprochen hat, die begreife ich auch jetzt noch nicht. Wenn ich diese Soundschnipsel höre, die René dann ab und zu einspielt, das, du kannst es ja gar nicht glauben, was die da reden. Und ich habe es gestern bei Kalkofe auch nochmal gesehen. Wenn man sich vor Augen hält, dass der da wirklich sagt, ja, aber dann von wegen, die Leute sollen sich zurückhalten und der Journalist fragt, halten sie sich dann auch zurück. Und dann sagt er sowas wie, ja, ich hätte nicht, der hat Dreck gespielt, sondern ich hätte sagen sollen, der hat Mist gespielt, um zwei Sekunden später zu sagen, ja, der Bernat hat die ganze einen Scheißdreck gespielt. Juan Bernat. Das ist so. Ernsthaft, Leute, das ist ja schon gar nicht mehr lustig. Nein, das ist kacke. Das ist ja verrückt. Ja,
Das ist verrückt und das ist abseitig. Nur muss man ganz ehrlich sagen, ich habe in der Redaktion gesessen, ich habe einen Jan angeguckt, der auch mit Fußball 2000 macht, und wir haben uns angeguckt und haben gedacht, scheiße, was ist hier los, ja? Und wir haben beide Kopfhörer aufgehabt und haben uns die ganze Zeit lachend angeguckt, weil das eigentlich so absurd war, dass die alle Sicherungen, jegliche Souveränität, die der FC Bayern in seinen letzten Jahren irgendwo noch hatte, komplett abgebaut wurde in einer Pressekonferenz. Jegliche Glaubwürdigkeit, die dieser Verein irgendwie gesammelt hat, durch ein seriöses Wirtschaften, das muss man ja sagen, es gibt auch da viele Schattierungen, aber trotzdem kann man ja schon festhalten, dass da viele im Hintergrund gearbeitet haben, die den FC Bayern überhaupt zu dem gemacht haben, was er eigentlich war, und das ist ein einigermaßen seriöses geführter Verein mit einer gewachsenen Struktur, mit einer sicheren Finanzkonstruktion und so weiter und so fort, aber alles, diese komplette Glaubwürdigkeit geht mit dieser PK flöten, weil du merkst, dass die ganzen Köpfe dieses Vereins anscheinend alle nur noch Matsche in der Birne haben, denn bei allem Respekt kann sich ein Uli Hoeneß doch nicht so hinstellen und sich selbst da wie der Landsherr oder so irgendwie preisgeben und so tun, als würde ihm die Fußballwelt gehören und gleichzeitig mit Absurditäten irgendwie um sich werfen, dass du denkst, was ist denn hier los? Der Mann hat wirklich, ich glaube, einen pathologischen Zustand erreicht. Ich glaube auch, wie auf Uli Köhler losgegangen ist mit diesem, ja, zweimal hast du es gesagt, der Hurenpanat, der arme Hurenpanat, ja, sitzt irgendwo in Paris, der Hurenpanat, und wird plötzlich für das Leiden des FC Bayern verantwortlich gemacht. Der muss auch denken, wo bin ich denn hier reingeraten? Hurenpanat! Und dann denkst du, was ist denn los? Und das war dermaßen, und der Marvin hat es ja gesagt, man hatte gegen Uli Hoeneß jahrelang wirklich so eine, ja, respektvolle Abneigung. Er war zwar immer ein Populist, aber er hat zumindest diesen Populismus für sich genutzt, für seine Zwecke, und du hast diesen Plan dahinter wenigstens noch erkennen können, wenn er auf Gegner losgegangen ist. Das ist ja dieses Mourinho-Ding, dass du Leute provozieren willst, damit die vielleicht selber einen Fehler machen, bla bla bla. Genau. Was er aber da jetzt gemacht hat, war eigentlich nur der Welt preiszugeben, dass er komplett den Verstand verloren hat. Weil auch im Nachklang zu dieser PK war es ja nicht so, dass dann Sachen relativiert wurden. Im Gegenteil, es gab ja dann auch noch dieses Interview auf irgendeinem Fanclub-Weihnachtszusammenkunftstreffen. Ja, das war irgendwie zwei, drei Tage später, ja. Ja, also da hat er es ja eigentlich nochmal bekräftigt. Und das ist, ich finde es krass, also ich finde auch gut, dass wir das hier nochmal wirklich so explizit besprechen, weil das ähnlich wie die Football Leagues, das darf auch nicht hier hinten runterfallen, weil das zeigt trotzdem, was, wie der FC Bayern sich sieht, und zeigt auch, begründet der dann vielleicht auch sein Handeln in Sachen wie, wenn die mit Leo Kirch irgendwie mal an der Seite verhandeln, wenn die dies machen, wenn die nicht einsehen, dass die irgendwie Steuern hinterzogen haben und sich dann quasi noch als Opfer fühlen oder Uhren schmuggeln, egal das Mögliche, weil die haben sich ja dahingesetzt, und ich glaube, der erste Satz von Uli Hoeneß war ja auch, ja, es wurde mal Zeit, dass der wichtigste Verein in Deutschland mal Stellung zu Dingen bezieht. Und da hast du ja gedacht, okay, jetzt platzt irgendeine Bombe, weil die irgendwas sagen wollen, was wir alle noch nicht wissen. Um dann wirklich drauf loszugehen, und wir fassen nochmal zusammen, um was es da ging. Da ging es darum, dass irgendjemand behauptet hat, dass Bayern Jordan Sancho nicht wollte, was ein Allerwelts-Transfergerücht ist, von denen hast du tausende täglich fast. Dann um eine Behandlung von einem verletzten Spieler, Tolisso, wo es irgendwie, keine Ahnung, da gab es irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Differenzen, wo der behandelt werden sollte, selbst wenn das nicht stimmt. Also das sind zwei Nichtigkeiten. Und dann wurde noch angeführt, dass Jogi Löw denunziert würde von NTV, weil die irgendwelche Kinder befragt haben und ein Kind gesagt hat, dass es gegen Frankreich jetzt ein Sieg her muss. Also das sind drei. Hat dieser Mann nicht verdient. Ja, weißt du, also da reden wir wirklich nicht über skandalöse Entwicklungen, sondern um Dinge, die da kritisiert werden, die eben jene Leute, die es kritisieren, in viel, viel, viel größerer Nachdrücklichkeit selber machen. Hm. Und das wurde denen ja auch gesagt. Die sind auf Özil losgegangen. Die verhalten sich selber viel populistischer als alles, als alle die, was sie denen vorgeworfen haben. Das ist unglaublich. Und ich bewundere jeden Journalisten, der da gesessen hat und nicht vorne hingesprungen ist und gesagt hat, stopp, 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 seid still jetzt, ich halte es nicht mehr aus. Was ich an dem Punkt nach wie vor nicht verstehe, ich meine, das haben wir jetzt ja schon das ein oder andere mal erwähnt. Ich glaube, bei Hoeneß ist das mittlerweile wirklich krankhaft. Also es macht auf mich eindeutig den Eindruck jedenfalls.
Und das Brazzo, das sieht man ja auch schon an, den Reaktionen nach der Bayern-Jahreshauptversammlung, wie er dann völlig beleidigt in die Kamera sagt, hier wurde versucht, meinen tadellosen Ruf als Manager und Präsident zu ruinieren. Ja, der also war er geht ja von sich selbst, er sieht sich selbst ja tatsächlich als tadellosen Menschen. Und ja, ich meine, es ist ja nun tatsächlich ein Fakt, dass er halt einfach in Millionen Höhe Steuern hinterzogen hat, dafür im Knast gesessen hat. Und ich weiß nicht, vielleicht könnte diese viel besprochene Demut ihm wirklich gut tun. Er hat definitiv kein Unrechtsbewusstsein, das muss man wirklich ganz klar feststellen, und weiß nicht, dass er halt mal Dinge gemacht hat, die nicht so astrein waren, trotz dass er eine Strafe verbüßt hat. Also man merkt, da ist deutlich etwas entrückt, was ich hier bei der Pressekonferenz der Bayern auch so problematisch fand, war ja nicht nur, dass sie jetzt irgendwie sich ausgekotzt haben, sondern dass auch persönliche Angreifen anderer oder von Journalisten, dass die namentlich genannt und irgendwie bloßgestellt wurden und irgendwie eigentlich, sag ich mal, zum Freischuss irgendwie, zum Schuss freigegeben wurden. Und das fand ich auch sehr problematisch, als dann sich einzelne Leute rausgepickt wurden und dann deren Artikel, über die man natürlich streiten kann, gesprochen wurde, wo dann gesagt wurde, ja, wir haben eine einstweilige Verfügung gegen sie erwirkt und so weiter und so fort. Sie werden von unserem Anwalt hören. Also ein unfassbar unsouveränes Umgehen mit wahrscheinlich Situationen, die einem nicht gefallen, was ja trotzdem total okay ist. Aber wie man halt mit diesen Leuten dann umgeht, da muss ich sagen, ganz ehrlich, mich würde es eigentlich, ich hätte es eigentlich viel besser gefunden, wenn dann im Zuge dessen Journalisten in der Zukunft nicht mehr dort anwesend gewesen hätten, gesagt, okay, dann machen wir den Scheiß halt auch nicht mehr mit. Also dieser persönliche Angriffe, dieser komplette Verlust einer Souveränität eines selbsternannten Weltvereins ist unfassbar, und ich glaube eigentlich, je länger man sich das vor Augen führt, desto weniger kann man eigentlich sagen, dass dieser Fußballverein, der FC Bayern München, in dieser Form eigentlich noch tragbar ist. Als Spieler weiß ich natürlich, bekomme ich dort viel Geld, aber wenn ich jetzt sage, ich will als irgendwie, keine Ahnung, als Teil dieses Teams irgendwas erreichen, dann müsste ich mich schon hinterfragen und sagen, ist das wirklich der richtige Weg mit diesem Verein? Da gibt es vielleicht irgendwann perspektivisch bessere Vereine mit nicht ganz so gaga Menschen davor. Ja, aber wie gesagt, das ist der Punkt, den ich nicht verstehe. Wie gesagt, Hoeneß krankhaft. Brazzo ist definitiv nicht die hellste Kerze auf Gottes Kuchen. Da brauchen wir, glaube ich, auch nicht lange drüber diskutieren. Aber ein Rummenigge, den hätte ich an der Stelle für wesentlich intelligenter gehalten. Und so eine Nummer da mitzumachen, also das verstehe kommst ich bis du heute da nicht. Drauf? Hast du mal gehört, wie er dichtet? Ja, gut, es ist. Weißt du denn, wie deine eigene Kategorie, wie dein Jingle zu der Dummschwätzer? Wollte gerade sagen. Ja, aber trotzdem. Der Preis ist nicht umsonst nach ihm benannt. Aber da gibt es aber schon noch Abstufungen dazwischen. Rummenigge spricht halt Hochdeutsch, René. Ja. Das ist das Einzige, warum du denkst, dass der vielleicht ein bisschen mehr auf dem Kasten hat. Ja, vielleicht. Obwohl ich dabei René bin, ich habe auch immer gedacht, dass Rummenigge zumindest, also wenn ich aus den drei wählen müsste, und müsste aus den dreien jemand eine Prüfung schreiben lassen, dann würde ich auch Rummenigge auswählen. Ich nicht. Ich würde Hoeneß nehmen. Ich halte Hoeneß für deutlich klüger als Rummenigge. Nee, finde ich nicht. Also in letzter Zeit nicht. Es geht eigentlich auch darum, das hat was ja was Intelligenz wir meinen. Es geht vielleicht auch, also vielleicht meine ich auch eher eine soziale Intelligenz, vielleicht habe ich mit der Prüfung das falsche Bild gezeichnet, aber ich halte Rummenigge trotzdem, wenn die drei jetzt irgendeinen Test machen, wer geistig noch am meisten da ist, glaube ich trotzdem, das Rummenigge. Vielleicht nennen wir es nicht geistig, aber vielleicht ist es eher so das Gespür für die Situation. Also bei Hoeneß hast du ja schon so den Fall, da brennen die Kabel wesentlich schneller irgendwie durch. Und bei Rummenigge, dem hätte ich zumindest zugetraut, dass er ein besseres Gespür für so eine Situation hat und sagt von wegen, ja, wir müssen da was machen, aber auf der Art und Weise, lass uns da nochmal drüber nachdenken. Findest du denn, dass die Rezension des Grundgesetzes eine feinfühlige Herangehensweise an die Situation des FC Bayern ist. Ja, da hast du natürlich auch wieder recht. Okay, ich ziehe Leute, das Plädoyer zurück. Leute, ganz ehrlich, wenn ich den Joker im Raum habe, ist der Riddler plötzlich ganz normal. Ist er halt trotzdem nicht, ja? Und das ist halt genau das Problem. Vielleicht sollten wir auch einfach überlegen, dass die Stufen des Wahnsinns halt da nach oben offen sind und der absolute verschiedene Wahnsinn Richtung halt auch ausschlagen, ja? Ja, genau. Also insofern, ich weiß nicht, also Rummenigge ist schon, ist auch bei jedem anderen Bundesliga-Verein würden wir uns dreimal umdrehen. Also insofern, naja, wobei, wir kommen ja danach zu anderen Zoten. Also insofern, ich würde sagen, absolut verdient mit 80% Pressekonferenz
des Jahres, die FC Bayern PK. Glückwunsch. Ja. Glückwunsch. So, und dann ist es natürlich nicht weit von der PK des Jahres zu dem Menschen, der am meisten für die Region getan hat, lieber Marvin. Das ist der goldene Umschlag Nummer 5. Der Solheim-Cup, mehr oder weniger, hat auf jeden Fall den Solheim-Cup hergeholt. Und da hatten wir auch tolle Nominierungen. Leider nur mit 7%. Der Herr Mitzlaff, der Leipziger, auch ein Mann, der viel für die Region tut, der immer wieder da ist, zumindest im Doppelpass und zeigt, was Rasenball Leipzig für ein toller Verein ist. Die haben ja mittlerweile sowieso ein Doppelpass-Abonnement. Entweder sitzen Spieler da oder Mitzlaff oder sonst irgendjemand. Leider nur mit 7%. Wesentlich mehr Prozent hat jemand bekommen, den wir auch schon alle gut kennen. Übrigens auch eine sehr gute Zusammenfassung der ganzen Situation bei 93 miterlebt. Martin Kind mit 22%, also wenn der nicht viel für Hannover getan hat, dann weiß ich auch nicht. Trotzdem nur Platz 3 auf Platz. Ich glaube, er hat weniger für Hannover getan, als er selbst glaubt. Er hat, ja, und ich glaube, er hat weniger auch, ja genau, für den Verein getan. Aber ich glaube, so viel Geld ist da ja auch gar nicht geflossen, ne? Ja. Aber auf Platz 2 haben wir dann einen wunderbaren Kandidaten, einer unserer Lieblinge, müssen wir schon zugeben, auf jeden Fall Menschen, die wir gerne in unserem Umfeld haben. Dietmar Hopp mit 33%, starke 33%, muss ich sagen. Das ist insgesamt ein Drittel der Stimmen, nicht so verkehrt, ne? Eigentlich der, auch der Namensgeber der Kategorie, war eigentlich ein Heimspiel für ihn, weil er ja derjenige ist, der am meisten getan hat. Was er alles für die Region tut und dass das quasi das Argument ist, dass man nichts gegen ihn sagen darf. Also sehr absurd auch, dass die Person Dietmar Hopp hat sich in diesem Jahr auch nochmal sehr, sehr hervorgetan, was eine gewisse Dünnhäutigkeit betrifft. Also der ist ja dieses Jahr wirklich nochmal komischerweise, obwohl man gedacht hat, es flacht so ein bisschen ab, hat er es gefühlt selber nochmal ein bisschen angezündet, indem er ganz prominent auf Kritiker und Schmähgesänge losgegangen ist, hat, glaube ich, wirklich irgendwie dafür gesorgt, dass 33 Dortmund-Fans mit der Polizei, Alter, und Lippenlesern des Hurensohn-Rufens überführt werden, was dazu geführt hat, dass sie irgendwie Strafanzeigen und Hausverbot bekommen haben. Hat ein Fan des FC Köln für ein Plakat angezeigt. Also ist wirklich, hat seine Tagesfreizeit, die er hat, so ein bisschen ausgefüllt damit, dass er auf Leute, die ihm nicht wohlgesonnen sind, losgeht. Das sorgt dann dafür, dass bei mir auch nicht aufhört, eine gewisse Ablehnung zu haben. Darf ich dazu nur kurz anwenden, um die gesamte Arschlochigkeit von Dietmar Hopp nochmal plakativ darzustellen. Dieser Fan vom FC, von dem du eben geredet hast, Basti, der wurde ja von Dietmar Hopp in einem Interview mit einer überregionalen Zeitung wurde er sogar tatsächlich für Leute, die sich damit auskennen, benannt. Es wurde der Arbeitgeber benannt von diesem Mann. Es wurde gesagt, und dann muss man auch mal mit dem Arbeitgeber reden und fragen, ob es sich gehört, solche Menschen in Lohn und Brot zu stellen. Das ist das, was Dietmar Hopp sagt, weil Dietmar Hopp sich von diesem Menschen beim Fußball beleidigt fühlt. Und hier kommen wir auf eine Ebene, wo wir halt den ganz großen Diskurs über eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung aufmachen können. Weil wenn Dietmar Hopp sagt, er tut so viel für die Menschen und er tut so viel für die Leute, die ihm nahestehen in der Region, ist Dietmar Hopp auf der anderen Seite ein reaktionäres Arschloch. Ja, ich denke, genau das ist es. Kein Widerspruch. Also muss man sagen, also ich finde diese Grenze, die da von ihm überschritten wurde, dass er halt auch, wie gesagt, Strafanzeigen gegen Fans erwirkt, dass er dementsprechend auch will, dass der Arbeitgeber davon erfährt, das ist Denunziation in einer gewissen Art und Weise. Da wird auch gleichzeitig nicht respektiert, dass im Fußball auch irgendwo Emotionen ausgelebt werden. Das kann man so oder so sehen, ja, aber die Tatsache, dass man das eigentlich zugestehen muss und dass es keine total sterile Atmosphäre in einem Stadion gibt,
geben kann, weil Fußball schon immer emotional auch ein bisschen wild war. Und dass er das eigentlich für ihn irgendwie nicht beansprucht oder für seine Person, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich auch nicht gutheißen. Und ich finde es eigentlich unfassbar, dass so viele Leute ihn immer noch so positiv ansehen, dass so viele Leute immer noch positiv überhaupt reden, weil du kannst diesen Teil einfach nicht außen vor lassen. Wenn jemand in bester chinesischer Art und Weise für Verfehlung den Arbeitgeber informiert, tut mir leid, also das kann doch nicht wahr sein. Das ist wie in einer Art Diktatur, wo du wenn der dich ein Leben lang verfolgt und dann noch eine streitbare Sache, ich meine, es ist ja nicht so, als wäre er jetzt körperlich verletzt worden, da brauchen wir dann gar nicht drüber sprechen, das kann ich absolut nachvollziehen, aber es geht hier um Beleidigung innerhalb eines Stadions, dann bekommt die Person Hausverbot, das kann ich noch irgendwo nachvollziehen, aber Strafanzeige und dann im Endeffekt beim Arbeitgeber angeschwärzt werden wegen sowas. Leute, es gibt wesentlich größere Vergehen, die nicht zur Strafe oder zur Anzeige gebracht werden. Da muss man schon sehen, dass Dietmar Hopp sich, glaube ich, auch ein Stück weit selbst als andere Person in diesem Kosmos sieht. Ja, sieht man auch an der Debatte, die über Ultras geführt werden, weil er ja auch einer der Wortführer ist, wenn es gegen organisierte Fans geht. Also er ist ja dann einer, der irgendwelche Horrorszenarien in die Zeitungen schreibt, von wegen, ja, wartet mal ab, was passiert, wenn die Ultras die Macht übernehmen, dann gute Nacht. Völlig undifferenzierte Aussagen in die Öffentlichkeit blasen, die dann vielleicht aber irgendein random Manfred dann vielleicht auch zum Nachdenken quasi bringen, der dann wirklich sagt, boah, da kann man ja wirklich nicht mehr ins Stadion gehen. Hast du das gesehen, Ritter hier? Man kann ja nicht mehr ins Stadion gehen. Der Dietmar Hopp, der wird da ständig hier wieder beleidigt und beschossen und mit Messern angegriffen und was weiß ich. Und dann, er ist ja quasi auch mit dafür verantwortlich, dass, kommen wir auch in einer späteren Kategorie noch dazu, dass die Ultras und die Fußballfans allgemein wirklich das erleben müssen, was Marvin und ich in Rom erleben mussten oder was Axel in Belgrad erleben musste oder sonst irgendwas, dass wirklich eine Stimmung gegen Fußballfans herrscht und da ist er einer der Wortführer, der dafür sorgt, von wegen, ja, wenn die Ultras die Macht übernehmen, dann gute Nacht Deutschland, bla bla bla. Das wird dann prominent in der Bild-Zeitung geschrieben und dann, ja, rezipieren das natürlich sehr, 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 sehr viele Leute. Und das ist auch eine gefährliche Entwicklung, gerade von so jemandem, der ja scheinbar wirklich auch vom DFB hofiert wird, weil die sich ja wirklich mehr dafür einsetzen, dass er beschützt wird, wenn Leute Hurensohn Dietmar Hopp schreien, als dass im seltenen eigenen Fankurve vom DFB Hitlergrüße gezeigt werden. Also das zeigt sich ja immer wieder. Also es ist ja wirklich wichtiger, dass es ihm gut geht, als dass wirklich irgendwie rechtsradikale Tendenzen bekämpft werden. Und da muss ich sagen, stimmen für mich die Verhältnisse nicht mehr. Und auch da kommen wir zum dritten Mal heute zu dem Punkt, trotzdem müssen wir das hochhalten, dass das nicht irgendwie eine Normalisierung erfährt. Ja, sehe ich ganz genauso. Aber wie wir verwundert feststellen, hat er nicht den ersten Platz erreicht, sondern nur den zweiten. Denn den ersten hat jemand, ein Neustarter in dieser Kategorie, ich würde fast sagen, ein Breakout-Star, und zwar Brazzo mit 38%. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich ein bisschen gewundert, dass er diese Punktzahl bekommen hat. Muss ich auch sagen. Bin ich ja auch, ich hätte wirklich mit Kind oder Hopp gerechnet. Minzlaff mit Außenseiterchancen, Brazzo eigentlich gar nicht. Aber es scheint, wie du Marvin gesagt hast, er ist so ein bisschen der Rookie des Jahres, was das betrifft. Und ich glaube, was man bei ihm sagen muss, warum er wahrscheinlich gewählt wurde, ist dieses ständige Bemühen des FC Bayern, wirklich darzustellen, was er alles tut, obwohl jeder weiß, eigentlich, dass es nicht so viel ist. Also das ist, glaube ich, der Kicker gewesen, warum er diese Kategorie gewinnt. Weil wirklich ja ständig und bei jeder Gelegenheit und ungefragt, und keiner will es wissen, erzählt wird und von ihm selber bei Bayern TV ja auch, ja, Brazzo ist ein Innovationszentrum und da Spieler und bla bla bla, wobei dann irgendwie nebenher rauskommt, dass er Breakout-Stars vom AS Monaco aus der letzten Saison nicht kennt und sonst irgendwas. Also, das ist schwierig. Es hat aber wirklich einen hohen Unterhaltungswert. Also, Brazzo ist wirklich die Witzfigur der Liga. Also wenn man sich allein schon da hinstellt und irgendwie sagt von wegen, ich habe mehr getan, geleistet als all meine Vorgänger zusammen. Also das ist schon ein Level erreicht worden, das ist schwer zu toppen. Das ist schon stark. Ich liebe ihn ein bisschen dafür, dass er so absolut geschichtsvergessen ist und anscheinend wirklich denkt, dass er mehr getan hat als seine Vorgänger. Da will ich nicht wissen, was haben seine Vorgänger dann gemacht? Waren die schon tot, als sie das Amt angenommen haben, oder waren sie bettlägerig oder so? Dann kann ich mir vorstellen, dass er wirklich mehr gemacht hat. Aber wenn ich mir angucke, wer davor irgendwie so tätig war, gut, Nährlinger, okay, das gebe ich ihm sogar. Ich glaube wirklich, dass er mehr macht als Nährlinger, weil Nährlinger sah eigentlich auch nur wie eine Uli Kopie aus und hat ansonsten komisch rumgesabbelt, aber allein Sammer und so weiter und so fort. Es ist eine gewagte These, auf jeden Fall. Ja, gewagt ist da, glaube ich, noch,
so ein bisschen zurückhaltend, aber... Also ich frage mich, wie es Matthias Sammer geht, wenn er daheim sitzt und sich sowas anhören muss. Weil Matthias Sammer wirklich ein sehr gefragter Funktionär ist, glaube ich, im Gesamtdeutschland. Vielleicht sogar über die Grenzen hinaus, also mit Sachverstand, wirklich auch mit einem Arbeitsethos. Ich kann mir nicht erklären, wie Brazzo zu solchen Aussagen kommt. Und ich weiß auch nicht, ob die Verantwortlichen ihnen Gefallen tun, wenn Karl-Heinz Rummenigge sagt, ja, der erinnert mich an den jungen Uli Hoeneß. Ich weiß nicht, für wen das eine Beleidigung ist. Ich glaube nicht, dass Brazzo da von alleine drauf kommt. Ich glaube immer noch, dass Brazzo komplett ferngesteuert ist. Dass Brazzo morgens um 10 zum Kaffee zu Rummenigge kommt und Rummenigge sagt, komm Brazzo, wir müssen was tun. Wir müssen dich jetzt in die Öffentlichkeit bringen. Wir müssen hier mehr Offensive wagen. Brazzo, guck mal, wir machen jetzt ein Statement. Und dann stellt er sich eine halbe Stunde vor den Spiegel und übt das. Und dann geht er an die Presse und sagt sowas. Brazzo ist, glaube ich, nicht jemand, der zu Hause sitzt und sagt, was könnte ich denn jetzt machen, um mehr Aufmerksamkeit und mehr Respekt zu bekommen, sondern Brazzo ist meines Erachtens komplett ferngesteuert. Und da muss man sich dann auch fragen, wie es in diesem Innenverhältnis FC Bayern wirklich aussieht, weil du hast ja da eine Theorie, die finde ich immer ganz interessant. Erzähl mal. Ja, meine Theorie ist, dass Rummenigge über das U-Boot Brazzo versucht, Hoeneß loszuwerden. Hm. Das ist meine Theorie. Aber das ist ja völlig unfundiert, sondern einfach nur ein Gefühl. A gut feeling. 93. Aber meines Erachtens kann dieses gesamte Konglomerat, FC Bayern, ich glaube, das kann man gar nicht separat betrachten, sondern man muss es als Gesamtkunstwerk betrachten. Von der Medienabteilung über Rummenigge, über Brazzo, über Hoeneß. Es geht eigentlich nicht, dass diese Leute da von alleine auf diese Gedanken kommen, sondern da muss irgendein Masterplan dahinter stecken. Und dieser Masterplan muss halt, ja, irgendwie ist der nicht gut. Irgendwie. Das ist schön gesagt. Irgendeiner hat sich da verrannt. Ja, sehr moderat festgestellt, muss ich sagen, auf jeden Fall. Aber ich mag deine Theorie. Ich kann mir das echt gut vorstellen, dass es wirklich so ist, dass Herr Rummenigge irgendwie über Brazzo das Denkmal Hoeneß ankratzen will. Funktioniert bislang weil, schon gar weil nicht so Brazzo schlecht. War ja nun ganz klar Hoeneß Mann, ne? Mhm. Ja, ja, ganz Hoeneß, klar. Hoeneß hat ja gesagt, wir müssen wieder der volkstümliche FC Bayern werden. Ich weiß nicht, ob er volkstümlich genannt gesagt hat, ich gut aber paraphrasiert hat er auf jeden Fall gesagt, wir müssen wieder der Verein mit Herz und Seele werden, was sie halt unter Guardiola, Reschke, Sammer nicht waren. Da waren sie halt einer der besten und erfolgreichsten Vereine in Europa durch halt diese Technokratie, die da reingebracht worden ist, wie sie halt im modernen Fußball angebracht ist, wenn du in der europäischen Spitzenklasse mitspielen willst. Und Hoeneß hat das nicht gefallen. Hoeneß hat halt gesagt, nö, wir sind halt so ein Bierzeltverein. Und da passt halt Brazzo wunderbar rein. Und diese ganzen Aussagen, die Brazzo tätigt, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Brazzo sagt, oh, das sage ich jetzt, weil das stimmt. Ich glaube wirklich, dass da Rummenigge hinter steckt, weißt du, wie so ein Puppenspieler, wie so ein böser, evil Puppenspieler, der sagt, komm Brazzo, wir hauen jetzt nochmal einen raus. Und Rummenigge weiß halt ganz genau, dass es Schwachsinn ist. Und mit jeder Aussage von Brazzo in diese Richtung, ich habe mehr gemacht als alle anderen und ich habe hier schon so viel bewegt und bla und bla und bla, diskreditiert er sich ja selbst. Ja, aber deine These könnte stützen, dass diese Ausführungen, zumindest die ihm gelassen wurden bei dieser Pressekonferenz, auch wirklich nicht authentisch klangen. Also dieses, wo er von Symbolpolitik geredet hat und Stefan Effenberg einfach reingerufen hat, völlig zusammenhanglos erstmal. Also ich kann wirklich sein, das wäre natürlich echt eine interessante Entwicklung, wenn als der Reporter ihn direkt angesprochen hat und dann Rummenigge geantwortet hat. Ja, genau. Also das wollte ich gerade noch sagen, dass man sagt, okay, ey, das ist vielleicht wirklich, schützen die ein bisschen vor sich selber, aber die müssen es ja wissen und das verstehe ich trotzdem nicht. Also Rummenigge weiß ja dann auch, dass er trotzdem dem Verein, den er dann scheinbar retten will, auch Schaden zufügt. Also Brazzo, ganz ehrlich, Leute,
wir machen uns über viel lustig, aber jetzt mal, wenn man, selbst wenn wir es nüchtern betrachten, die Interviews, die er gibt, das kann nicht wahr sein. Also er weiß zum Beispiel vorm Spiel nicht, dass Robben nicht spielt und muss das sich vom Sky-Reporter vorm Spiel sagen lassen. Und dann sage ich, ja, Robben, blablabla. Dann sage ich, ja, spielt er, aber der sitzt ja noch auf der Bank. Naja, ach so, ja, der sitzt auf der Bank. Und dann, du denkst, hä? Also was redet der da? Dann gab es diese Football-Leaks-Dokumentation, genau, wo der Chefjustiziar zu ihm kommt und sagt, hier, du weißt schon, dass wir mit dem Meister verlängert haben. Und er guckt wie ein Auto. Und du hast das Gefühl, er läuft den ganzen Tag nur durch die Büros und trinkt Kaffee. Ich weiß nicht. Es bleibt auf jeden Fall spannend zu beobachten und ja, es ist überraschend, aber nicht unverdient, dieser Preis. Nee, auf jeden Fall. Also, er hat am meisten für die Region getan, fragt sich welche, aber auf jeden Fall hat er viel für unsere, ja, für unsere Comedy-Nominierung getan. Insofern durchaus verdient. Platz 1, Brazzo. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Allein, dass er sich von aller Welt Brazzo nennen lässt. Aber ja, das wollen sie ja jetzt ändern. Der will, weißt du, Hassan genannt werden. Ja, aber da glaubst du, also ich meine, der ist Sportdirektor beim wichtigsten Verein Deutschlands und das ist der Brazzo. Hör doch auf. Das ist ja das Gleiche, als wenn du, was weiß ich, zu deinem Karnevalsverein gehst und sagst hier, der Kalle wird ab morgen Kassierer. Ja, Kalle, hey, Kalle. Blödsinn. Ich sag dir, es wird eins passieren, es wird was passieren wie bei Maschmeyer. Maschmeyer, der neue Maschmeyer, ist genauso wie jetzt 2019 der neue Salihamidzic. Der lässt sich nämlich jetzt ein Bart wachsen oder so, sieht ein bisschen seriöser aus, macht sich einen anderen Haarschnitt und dann ist er nicht mehr Brazzo, sondern der neue Salihamidzic. Also ich, das ist mein Tipp für 2019. Next Level, Brazzo. Bin gespannt, was uns da noch erwartet 2019. Es wird, glaube ich, nicht langweiliger werden als 2018 schon. Ich glaube nicht, nein. Gerade wenn, und das ist meine Hoffnung, an die Fee 2019, bitte, bitte, lass Liverpool die so rauswichsen. Und dann will ich mal sehen, wie da der ganze Busch brennt und Brazzo mir nach dem Spiel erklärt, warum man zu Hause 6-1 gegen Liverpool verloren hat. Da waren 12 Leute auf dem Platz. Symbolpolitik. Das könnte durchaus interessant werden. Ja. Sehr gut. Gut. Nächste Kategorie. Nächste Kategorie ist der Fehleinkauf des Jahres. Da haben wir auch wieder eine wunderbare Auswahl. Und Herr Marvin darf uns jetzt mal sagen, wer da auf der Liste steht. Ja, wir haben 4 Nominierungen. Auf Platz 4 diesmal leider nur, trotzdem ein interessanter Tipp. Markus Anfang mit 8%. Axel, erzähl uns doch mal, das kann man schon mal sagen, du hast ihn erwählt. Warum? Das kann. kannst du das schon spoilern, dass das meine Nominierung war? Ja, ist mein Fehleinkauf des Jahres. Ich mag Markus Anfang nicht als Trainer des ersten FC Köln. Ich halte ihn für keinen guten Trainer. Der hat halt in Kiel in der zweiten Liga mit begrenztem Potenzial hat er halt offensiven Fußball spielen lassen und hat ja viele Tore geschossen, ist dann am Ende Dritter geworden. Die Sache ist, die zweite Liga ist halt einfach wirklich schlecht. Die zweite Liga ist vom Niveau her nicht zu vergleichen mit der ersten Liga. Es ist wirklich, die Schere zwischen erster und zweiter Liga ist viel, viel größer als die Schere zwischen FC Bayern und Fortuna Düsseldorf. Das ist tatsächlich so. Also die zweite Liga ist schlecht vom Niveau. Und wenn du da halt sagst, pass auf, wir spielen jetzt offensiv nach vorne und verpflichten uns dazu, einen offensiven Angriffsfußball zu spielen, ja, dann kann das funktionieren, weil die Gegner halt größtenteils nicht die Mittel haben, konstant über 90 Minuten ihr Tor hinten sauber zu halten. Dazu hast du dann halt mit
einem Aufsteiger, wie es Holstein Kiel damals war, eine Mannschaft, die nicht im Fokus der Liga war, wo nicht viele Leute gesagt haben, ach, das ist unser Spiel des Jahres gegen Holstein Kiel, hier müssen wir alles reinlegen, sondern es ist halt eins von 34 Spielen, die du in der Saison hast. Jetzt kommt er dann nach Köln und denkt sich, ich mache so weiter, völlig egal, wie mein Personal aussieht. Wir spielen mit den Leuten, die ich hier installiert habe, das gleiche System weiter. Und es funktioniert halt einfach nicht. Es funktioniert halt nur über die individuelle Klasse, die wir in der Mannschaft haben. Wir haben halt 4, 5 Spieler in der Mannschaft, die einfach deutlich über Niveau zweite Liga sind. Wir haben 2, 3 Spieler, die in der zweiten Liga halt absolutes Top-Niveau sind, und wir haben in dem Rest der Mannschaft halt gute bis sehr gute Zweitligaspieler. Wir sind von der Mannschaft her einfach zu gut für die Liga, für die zweite. Mhm. Aktuell aber auch viel zu schlecht für die erste. Nur Markus Anfang hat halt ist halt sehr, sehr leicht zu dechiffrieren als gegnerischer Trainer. Du weißt, wie gespielt wird. Es gibt keinerlei In-Game-Coaching. Es gibt keine Adaption der Spielweise. Es gibt keine Variation, dass man sagt, okay, ich sehe, dass Bochum oder von mir aus auch Magdeburg oder Duisburg oder Aue oder Union Berlin hier hoch gegen uns pressen. Da muss ich doch vielleicht mein zentrales Mittelfeld ein bisschen verstärken und schauen, dass wir vielleicht von einer Außenposition auf oder von einer doppelt besetzten Außenposition auf vielleicht eine Doppel-6 umstellen oder vielleicht mal einen Achter zurückziehen. Nein, es wird immer dieses 4-1-4-1 gespielt, bis dann halt irgendwann der Ofen aus war und gesagt worden ist, Leute, so kann das nicht weitergehen, wo er dann auf ein 4-4-2 umgestellt hat, was dann bessere Ergebnisse gebracht hat, allerdings auch immer unter der Voraussetzung, dass die zweite Liga halt einfach schlecht ist. Wenn man sich so ein Spiel wie das 3-0 zu Hause gegen Magdeburg anguckt, da muss Magdeburg eigentlich in den ersten 10 Minuten 2 Tore schießen und dann geht das Spiel ganz anders aus. So ein Spiel wie gegen Magdeburg, was wir jetzt 3-0 gewonnen haben, verlieren wir in der ersten Liga 5-0, weil da einfach keinerlei Adaption im Spiel ist. Und ja, meines Erachtens, ich weiß, ist vielleicht nicht die populärste Meinung, wenn man jetzt auf die Tabelle guckt und sagt, ja, der FC ist Zweiter und wird wahrscheinlich, wenn alles gut geht, relativ sicher aufsteigen und toll, das bedeutet aber nicht, dass Markus Anfang da großen Anteil dran hat. Also ich muss sagen, ich habe ja durchs Wettbrötchen habe ich mir letztens, weil wir auf Köln gewettet haben, auch ein bisschen das Spiel angeschaut. Und ich habe eigentlich immer gedacht, du meckerst wieder so viel und das wird schon klappen und bla bla bla. Und die Köln steigt auch auf, was ist denn los? Aber als ich das Spiel dann gesehen habe, konnte ich dann immer mehr verstehen, was du meintest. Weil es ist ja auch immer leichter für jemanden, der außen steht, zu sagen, jetzt beschwer dich doch nicht, wenn man dann nicht selber drin ist. Das war teilweise schon echt dilettantisch. Da habe ich mich gefragt, es ist ja jetzt auch schon wirklich, also das war das letzte Spiel der Hinrunde, wo du denkst, genau, also es ist nicht mehr die Findungsphase. Ja, also du kannst ja nicht die ersten 7 Spiele, dann dauert das, bei Hütter hat es ja auch gedauert, bis wir dann, bis es so ein bisschen mal greift. Also da hat wirklich nicht viel gegriffen, muss ich sagen. Also wenn es eine Spielidee gibt, die implementiert werden soll, dann dauert es vielleicht noch länger und das ist ja dann fast schon zu lang, weil irgendwann sollte das schon so sein. Auf jeden Fall, scheinbar berechtigte Nominierung finde ich auch immer sehr interessant, weil das ja, wie du es gesagt hast, nicht immer die populärsten Meinungen sind, aber gerade wenn man dann einen Insider hat, das ist, finde ich, ganz interessant, dann das mal zu hören. Und bin sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ja, also finde ich auch. Ich finde mit 8% dann fast zu wenig Prozent bekommen. Habe auch mir so ein paar Spiele des FC Köln angeguckt und habe auch das Gefühl, dass, ja gut, das Spielerische ist in der ganzen zweiten Bundesliga relativ mau, aber ich habe nicht das Gefühl, als wäre der Verein dementsprechend gut gerüstet. Und ganz ehrlich, ich finde auch dieser ganze Aufbau, ich finde, Fee hat da keine absolut souveräne Rolle. Der mauschelt sich da auch ein bisschen was zusammen. Keine Ahnung, wie ihr diese Position, also Axel, du bist ja wesentlich näher dran, irgendwie seht. Aber ich finde auch, Fee
weiß ich nicht, ist jetzt nicht so der Mann, der auf dieser Position gemacht ist und ist auch ein Stück weit verantwortlich dafür, dass die Dinge nicht so ineinander greifen. Ne? Ja, selbstverständlich. Vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, was da im Sommer für Transfers abgewickelt worden sind. Wenn ich mir hier, was weiß ich, hier Dominik Drexler, einen Vierjahresvertrag, Leute, ey, der kommt in der zweiten Liga so gerade über die Runden. So gerade. Dem muss ich keinen Vierjahresvertrag anbieten. Ein Zichos hat in der ersten Fußball-Bundesliga nichts verloren, gar nichts. Sachen passiert, die, ja, die lassen mich nicht sonderlich zuversichtlich in die Zukunft blicken. Die Sache ist halt einfach die, ich kann dieses ganze Rumgehampel kann ich nicht mehr hören. Jetzt mal Butter bei die Fische. Der erste FC Köln ist von seinem Kader her in jedem Spiel der zweiten Bundesliga haushoher Favorit. Er muss haushoher Favorit sein. Und normalerweise musst du jedes Spiel der zweiten Bundesliga, sagen wir jetzt mal, vielleicht gegen den HSV auswärts, na, könnte man noch drüber reden. Aber sonst, entschuldige bitte mal, musst du von deinem Kader her, von vorne bis hinten, immer der absolute Favorit sein und du musst jedes Spiel gewinnen. Das muss der Anspruch sein, dass du jedes Spiel zu gewinnen hast. Und wenn dann ein Spiel zu Hause gegen den fucking tabellenletzten MSV Duisburg verloren geht oder wenn du gegen Union unentschieden spielst oder wenn du jetzt gegen den VfL Bochum verlierst, die einfach spielerisch, objektiv gesehen, absolut unterlegen sind, dann stimmt irgendwas nicht. Und ich kann dieses Rumgeeire, ja, jedes Spiel ist wichtig, schwierig und ja, für die anderen ist es ja das Spiel des Jahres. So what? So what? Dann musst du halt als Trainer darauf reagieren und anders aufstellen. Dann musst du halt adaptieren und dann musst du halt sagen, ah, Bochum wird hoch pressen. Das weiß jeder. Jeder. Vor dem Spiel gegen Bochum war, irgendein alter Zweitligaspieler war im Sky-Studio und hat gesagt, ja, wir können ja davon ausgehen, dass Bochum hochpressen wird. So. Und es wird einfach nicht drauf reagiert. Und dann steht er da und steht an der Seitenlinie und schüttelt den Kopf. So, und dann denkst du dir halt, ja, aber wie stellst du denn auch auf, du Haiopai? So, wir haben 4 Spiele verloren in der Hinrunde. 4! Ja, ja. Das ist doch nicht normal. Und ich kann dieses Rumgeeiere halt einfach nicht raffen. Da haben wir einen Westen gestochen hier mit dieser. Ja, entschuldigt. Nee. Ja, sorry. Nein. Ich wollte mich gar nicht aufregen. Ich wollte mich echt nicht aufregen, aber. Ich glaube, das hat auch sogar einen Mehrwert für den einen oder anderen Hörer, weil man wirklich nicht weiß, dass in Köln die Stimmung gar nicht so gut ist, wie man denkt. Weil eigentlich denkt man ja als Außenstehender, ist doch alles gut, die steigen auf, läuft alles nach vorne. Ich muss auch sagen, ich finde das wichtig. Naja, das ist ganz für ganz viele Menschen ist es das auch. Ja. Ne? Also für ganz, ganz viele Leute ist es das auch. Ganz, ganz viele Leute sagen, ey, was wollt ihr denn? Wir stehen doch auf Platz 2, wir steigen doch wieder auf. Ja. Aber ich finde es ganz wichtig, dass es Mahner gibt und die auch, also gerade in dieser Hinsicht finde ich das wichtig, dass du das auch sagst. Denn es gab Saisons, in denen wir in der zweiten Liga auch einigermaßen durchmarschiert sind, aufgestiegen und dann aber keine Chance hatten, in der Bundesliga zu bestehen, weil wir einfach zu wenig Konstrukt hatten. Also nicht beim letzten Aufstieg. Aber es, keine Ahnung, nach dem zweiten Abstieg, glaube ich, da sind wir aufgestiegen, aber wir waren gleich wieder unten dabei, weil die Mannschaft nicht so konstituiert war, nicht so gefestigt war und auch eigentlich die Struktur nicht so gepasst hat, dass du in der ersten Liga wieder nicht direkt um Abstieg gespielt, sondern in der Mitte dich positionierst. Und bei Köln sieht es momentan halt alles genauso aus, weil du wurschtelst mit einer Mannschaft, die natürlich die Klasse hat, die zweite Liga zu bestehen und die erste zu kommen, aber auch von einem gesamten taktischen Konstrukt, allein vom Trainer halt auch nicht in der Lage ist, dementsprechend diesen Break zu machen und beziehungsweise diesen Schritt zu machen, in der ersten Liga dann auch zu bestehen. Insofern ist es wichtig, dass wir das jetzt hier mal thematisiert haben, würde ich sagen. Ne? Alright. Nee, wer ist der vor Markus Anfang gelandet? Genau, direkt vor Markus Anfang ist jemand gelandet, der hat auch eine gewisse Köln-Beziehung, deswegen reden wir gleich weiter mit 15% Anthony Modest. Geht's gerade weiter, Axel hier. Super Wellnessprogramm für deine Seele heute. Ich oute mich, das war meine Nominierung. Weißt du, Weihnachten gerade vorbei. direkt schon wieder Puls. Auf 180. Ja, okay. Kannst du ein paar Silvesterraketen in die Hand nehmen. Das war meine Nominierung, weil ich das sehr, sehr
sehr, sehr lustig. Sehr, sehr lustig fand, was der FC Köln wieder das quasi, also wie gerade das Präsidium und der Vorstand, die so während dieser Jahreshauptversammlung, Mitgliederversammlung in der Kritik stand, wie die das nutzen wollten, um ein bisschen die Stimmung zu befrieden, zu sagen, hier, der verlorene Sohn ist zurück, und selbst du, Axel, hast dich gefreut und alle haben sich, glaube ich, gefreut, dass Modest zurück in Köln ist. Und dann stellt sich raus, dass die nicht mal ihn gefragt haben, ob er anständig gekündigt hat. Da habe ich mir nur gedacht, das erinnert mich so ein bisschen an die Eintracht aus den 90er Jahren. Also das es geht ja gar nicht darum, dass sie ihn gefragt haben, sondern wenn ich sowas verkünde, dann muss ich das geprüft haben. Das stimmt. Ne? Wenn ich sage, wir haben einen Vertrag unterschrieben und mache das öffentlich und stelle ihn dann auf der 70-Jahr-Feier vor und lass mich feiern und verkünde es via Twitter und via Facebook und via FCTV. Ich verkaufe schon Trikots. Ja, es werden schon Trikots verkauft mit Modest hinten drauf. Es wird Merchandising verkauft mit ihm. Und jetzt stellt sich raus, der Chinese sagt nein. Und wir können nichts dagegen tun. Ja, entschuldige bitte mal. Heilige Scheiße, ist das der Tatsache. Das ist krass, dass es sowas in 2018 noch gibt. Ja, ohne Mist. Also das klingt wirklich so nach einem Klaus Augenthaler, vergessen und irgendwie verschlafen. Ja, interessant. Ja, es klingt so ein bisschen dilettantisch, ja, du hast eben schon die Eintracht erwähnt. Ich meine, natürlich ist es jetzt nicht genau vergleichbar, wenn wir uns erinnern, dass die Eintracht irgendwann mal einen Stürmer in der Sommerpause noch holen wollte und am letzten Tag wurden dann zwei präsentiert, einmal Rob Friend und einmal Idrissou, weil irgendwie die unterschiedlichen Sportmanager irgendwie was Unterschiedliches gemacht haben und der eine, der Hübner hat dann den präsentiert, der Bruchhagen dann den, und dann sind wir mit zwei Stürmern dann rumgelaufen, die dann auch eher so, naja, mäßig, wo auch nicht beide eingeschlagen sind, ne? Ja. Auf Platz 2 haben wir, auch relativ weit abgeschlagen, Sebastian Rudi, bitte? Platz 3, meinst du, oder? Nö, Platz 2. So, also wir haben ja Anfang Modest und auf Platz 2 Sebastian Rudi mit 20%. Muss man sagen, bei Schalke nicht wirklich eingeschlagen bislang. Nee, nicht wirklich. Also nicht für das, was man sich von ihm erhofft hat und auch gar nicht für das Geld, was man da irgendwie auf den Tisch gelegt hat. Ich weiß gar nicht, ich glaube, er hat bislang irgendwie bei zwei Spielen irgendwie die volle Zeit da auf dem Platz verbracht. Gut, war jetzt auch noch ein bisschen Verletzung mit dabei, aber war jetzt nicht wirklich die Verstärkung, die man sich wahrscheinlich aus Schalker Sicht da irgendwie erhofft hatte. Ich verstehe seit Menschen gedenken nicht, was Leute von Sebastian Rudi halten. Also ich fand ihn immer kacke. Es war immer so ein richtiger Scheißspieler, der so ein duckmäuserischer Fußballspieler, der in einem Konstrukt wie Hoffenheim mal eine gewisse Zeit einfach sein Konzept gefunden hat, dann aus irgendeinen unerfindlichen Gründen, als die Bayern schon nicht mehr wussten, wen sie überhaupt noch verpflichten sollen, dann den verpflichtet haben. Das hat natürlich nicht geklappt. Warum auch? Weil Sebastian Rudi halt kein Weltfußballer ist. Und dann wechselt er für viel zu viel Geld zu den Schalkern, die anscheinend auch nicht wissen, was sie mit ihrem Geld anstellen sollen. Ja, und das wird halt jetzt nichts. Naja, gut, Prost Mahlzeit, viel Geld ausgegeben für, ja, keine Ahnung, für Spieler, die gar nicht dieses Niveau haben, was ihnen immer nachgesagt wird. Ah, weiß ich nicht. Da würde ich die Partei Sebastian Rudi ergreifen. Ich finde, Rudi ist eigentlich ein geiler Mosaikspieler, den du haben kannst. Also das ist einer eigentlich, den du in der Mannschaft brauchst, wenn die Mannschaft funktioniert, der sehr, sehr wichtig sein kann, weil er sich, glaube ich, nicht zu schade ist, so ein bisschen, ja, hinter den Stars zu arbeiten, sage ich mal. Also er ist quasi, wenn du irgendwie Thiago im Mittelfeld hast oder irgendeinen, der die ganze Aufmerksamkeit auf sie zieht, ist vielleicht eher einer so der Sven-Bender-Typ, der so ein bisschen die Sachen ausputzt und dafür gar keine Aufmerksamkeit will und dazu fußballerisch noch okay ist. Ich glaube, das Problem bei Schalke liegt viel, viel tiefer und ich glaube, er ist das kleinste Problem von Schalke. Ich glaube, die haben den halt einfach falsch geholt, weil er ist kein Anführer. Also er ist kein Anführer und dieser Kader, den Schalke da zusammengebastelt hat, ich habe eigentlich immer viel von Heidel gehalten, aber muss sagen, das wirkt nicht sehr austariert und ich glaube, er ist das kleinste Problem. Ich glaube, man tut ihm ein bisschen Unrecht, wenn man sagt, okay, er reißt das Ruder auf Schalke nicht um, weil das ja kein Spieler ist, der ein Ruder rumreißen kann. Das hätte man, glaube ich, wissen können auf Schalke. Hast du ja auch schon gut beschrieben eben. Ja, das glaube ich auch. Das ist genau der Punkt. Aber deswegen Platz 2 und Platz 1, die gesamten Sommertransfers des VfB.
Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Mit 57%, also die absolute Mehrheit erreicht, muss man sagen. Aber ganz ehrlich, wer hätte gedacht, dass der VfB so schlecht im Winter dasteht, nachdem die eigentlich im Sommer, hätte ich gedacht, den ein oder anderen sinnvollen Transfer geleistet hat. Ich hätte nicht gedacht, dass Leute wie die Davi überhaupt nicht mehr an ein Leistungsniveau kommen, dass die ganzen französischen Spiele, die geholt wurden, beziehungsweise die Perspektivspiele, die alle nichts reißen, oder? Ja, da klappt nix, ne? Ist richtig bitter. Die also, haben, wie viel haben sie ausgegeben? 30 Millionen? Irgendwie sowas. 35 ja. Millionen? Ich glaube 35 irgendwie. Sogar, ja. Hm. Ja. Das ist ja im Prinzip die gesamte, der gesamte Anteilsverkauf an Mercedes-Benz, oder? Ja. Die haben da praktisch Anteile für verkauft von ihrem Verein an Mercedes-Benz dafür, dass sie sich halt einen Haufen Leute geholt haben, die anscheinend irgendwie nicht sonderlich gut miteinander harmonieren, beziehungsweise alle ihre Leistung überhaupt nicht bringen, wenn du dir anschaust, was Gonzalo Castro da im zentralen Mittelfeld abliefert. Die Davi, den du dir anguckst, du kannst dir Massimo angucken. Das ist schon relativ übel, muss man sagen. Also ein sehr verdienter erster Platz. Also es ist doch aber auch völlig absurd, wie konnten, also ich meine ganz ehrlich, Gonzalo Castro war doch ein echt guter Spieler, zuletzt auch beim BVB. Wie kann das sein, dass jemand so überhaupt nicht mehr an sein Leistungsniveau kommt? Auch ein Daniel Didavi ist ja ein Spieler gewesen, der in guten Zeiten auch in Wolfsburg wirklich einen Unterschied ausmachen konnte, aber noch eher in seiner Zeit, in seiner ersten Stuttgarter Zeit oder in Nürnberg noch, das war ja ein richtig hochklassiger Spieler, kommt auch überhaupt nicht mehr an sein Niveau. Dann hast du die neuen Spieler wie Pablo Maffeo, der zwar noch öfter auf dem Platz steht, aber irgendwie auch nicht wirklich was reißt, also auch für viel zu viel Geld geholt. Jetzt kann man darüber sprechen und kann sagen, dass 9 Millionen im internationalen Geschäft nicht mehr viel sind, aber für einen Spieler, der überhaupt keinen Unterschied macht, ist es doch schon relativ viel. Und auch hier Borna Sosa oder sowas, also ja, keine Ahnung, es sind alles Spieler, die irgendwie überhaupt keinen Eindruck hinterlassen und eigentlich im Gesamtkonstrukt sich wirklich einfinden in einen schlechten VfB, der mittlerweile öfter Trainer entlässt, als er überhaupt Siege holt, ne? Ja, vielleicht sind aber auch die Spieler nicht das eigentliche Problem. Das kann ja auch sein. Das kann auch sein. Also es ist schwierig zu beurteilen. Ich denke, wir sind ja beide eher so ein bisschen, oder alle eher so ein bisschen von außen. Aber was wir halt sehen ist, dass es halt nicht funktioniert und dass auch 35 Millionen keine zwingenden Tore schießen. Zumindest wenn man Platz 16 uns genau anguckt, ne? Na gut, damit würde ich sagen, Platz 1 VfB Stuttgart, völlig zu Recht, der schlechteste Transfer, der Fehleinkauf des Jahres. So, jetzt wird es wieder ernst, habe ich gesehen. Jetzt wird es wieder ernst, genau. Wir kommen vom Fehleinkauf des Jahres zur Podcast-Folge des Jahres. Wir haben vier unterschiedliche nominiert und ich bin gespannt, wer am Ende das Rennen gemacht hat. Name, das ist der goldene Umschlag Nummer 7. Ich hol mal raus. So, wir haben vier wunderbare Nominierungen, du hast schon richtig gesagt. Auf Platz 4, auf Ohren mit Marcel Reif, immerhin 8%. Axel, vielleicht kannst du da was zu sagen, du hast ihn ja gehört. War eine runde Folge, ne? War super. Ein Podcast von schwarzgelb.de ist auf Ohren, also starker BVB-Bezug. Es ging aber nicht ausschließlich um BVB, sondern es ging um die Einschätzung von Marcel Reif zum aktuellen Fußballgeschehen in Deutschland. Marcel Reif wohnt ja mittlerweile in der Schweiz und guckt da auch so ein bisschen von außen drauf. Und das war hochinteressant. Also Marcel Reif sehr sympathisch, kein Spät-Premiere oder Sky Marcel Reif, sondern Privatmann Marcel Reif, sehr reflektiert, auch mit Spitzen zum medialen Aufbereitung des Fußballs aktuell. Ab und an ein bisschen geschichtsvergessen,
weil er das schon sehr romantisiert hat, wie es halt früher war. Und früher war halt auch nicht alles super Gold. Aber insgesamt eine tolle Podcast-Folge von Auf die Ohren mit sehr eloquenten Gastgebern. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und spreche ich als absolute Hörempfehlung für eure Hörer auch auf. Ist auch eine zeitlose Folge. Also es hat keinen absoluten Aktualitätsbezug, sondern das kann man sich auch heute oder auch in 2 Monaten noch anhören. Lohnt sich auf jeden Fall, Auf die Ohren mit Marcel Reif. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, also auf jeden Fall, René, hängen wir irgendwie noch in die Shownotes, finde ich eine super Nummer. Marcel Reif, ein geiler Typ irgendwie auch. Ich mag das, kann über Fußball sprechen und hat auch Ahnung. Eine super Sache, auch dass Auf die Ohren ihn dran bekommen haben. Insofern super guter 4. Platz, muss man echt sagen. Auf Platz 3 haben wir den Rasenfunk mit den Football Leagues Teil 2 und Teil 3. Das ist halt eine super, super Angelegenheit, ein Tribünengespräch. Da zeigt sich die wahre Qualität auch des Rasenfunks, dass halt möglich wird, länger über solche Sachen wie Football Leagues zu sprechen, auch hier wieder einen anderen Einblick zu bekommen. Denn natürlich kann man immer lesen, aber wir sind ja auch alle Teil einer Gesellschaft, die mehr auf Audiovisuelles geht oder jetzt nur Audio, jetzt in unserem Fall in der Podcast machen. Insofern eine richtig gute Ausgabe, hat mir wunderbar gefallen. Klare Empfehlung auch von meiner Seite und mit 19% gar nicht so schlecht. Wollt ihr dazu noch was sagen? Ja, haben wir bei dem Buch besprochen. Ich finde auch die Tribünengespräche beim Rasenfunk echt das Beste, weil du da wirklich Themen hast und du kannst so lange drüber sprechen, wie es halt dauert. Und also die habe ich mir auch sehr, sehr gerne angehört, weil du dann halt auch nochmal von den Protagonisten, die die Bücher geschrieben haben, die recherchiert haben, nochmal alles hören kannst, wie das gelaufen ist. Sorgt auf jeden Fall dafür, wir haben ja auch gesagt, dass das Thema hochgehalten wird und durch solche Sachen wird es halt sehr, sehr gut hochgehalten, finde ich, zumindest in einem kleineren Kreis. Ist wichtige Arbeit, die der Max dann da macht. Auf jeden Fall. Glückwunsch und Grüße auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Jetzt kommen wir auf Platz 2 zu meinem heimlichen Favoriten mit starken 25% auf jeden Fall. 93 mit Dr. Hüttl. Das war eine der besten Folgen von 93 halt vom Informationswert halt auf jeden Fall. Extrem gut gefallen. Gratulation an euch, dass ihr das gemacht habt. Deswegen starker 2. Platz. War auch für euch nicht schlecht, oder? Ja, unser Anspruch ist ja kein Informationswert, verdammt. Ja, aber es war eine Sonderfolge. Ich wollte gerade sagen, war so eine Folge, die so ein bisschen aus diesem üblichen 93-Programm so ein bisschen raussticht. Wir hatten ja auch eine Football Leagues-Folge, ne? Ja, genau, habt ihr auch gehabt, genau. Ich fand aber die mit dem Herrn Hüttl persönlich noch ein bisschen stärker, einfach auch, weil das so ein Thema ist, wo man halt irgendwie als nicht Hannover zugehöriger Fan irgendwie so gar nichts mitgekriegt hat und da wirklich das alles nochmal so chronologisch einfach nochmal da mitzukriegen und auch so diese ganzen Dinge da rundherum so zu verstehen, war das halt wirklich einfach sehr, sehr großartig. Und wir sind halt als Fans, auch wenn wir jetzt keine 96-Fans sind, sind wir als Fans halt näher an diesen Themen dran, als das, was bei Football Leagues besprochen wird. Football Leagues ist halt ein anderes Universum. Da kann ja niemand von uns sich irgendwie reindenken in das, was bei Football Leagues abgeht. Aber das, was Dr. Hüttl uns da erzählt hat, das können wir ja emotional und auch intellektuell nachvollziehen. Ja. Und deswegen ist der Zugang da wahrscheinlich ein bisschen einfacher als zu Football Leagues, jedenfalls bei mir. Und vielen Dank. Ich glaube, wir freuen uns da sehr drüber, Basti, ne? Ja, ich fand's super. Er war auch ein sehr angenehmer Gast. Ja, geiler Typ. Wirklich schnell eine obwohl wir ihn persönlich kannten, so nur von Twitter so ein bisschen, auch schnell eine gemeinsame Gesprächsebene gefunden hat. Also du hast schon gemerkt, das ist jetzt irgendwie nicht, das ist jetzt irgendwie nicht verschieden, dass wir irgendwie keinen Zugang finden oder so, oder dass das Gespräch irgendwie anstrengend wird, sondern das war so, als hätten wir schon öfters mit ihm gesprochen. Und das ist halt schon krass, das wirklich mal so von jemandem, der nah dran ist, zu erfahren. Wie Martin Kind, also was mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass er irgendwelche Beschlüsse von Mitgliederversammlungen einfach als Empfehlungen ansieht und nicht als bindend. Das fand ich schon krass und wenn man sich da so ein bisschen reinfühlt, ja, ich hätte da schon so eine wütende Hilflosigkeit gespürt, wenn ich kann. Eine Grundwut, ne? Ja, wo du denkst, und dann hört es ja auch nicht auf, weil die Zeitungen in Hannover ja auch in gewissen Teilen instrumentalisiert werden für die Zwecke. Und Martin Kind hat ja so viel getan und dann bei Prüfung kommt raus, dass er doch nicht so viel getan hat. Ja, es ist ein weiterer Mosaikstein im schwarzen Teil des modernen Fußballs, würde ich mal sagen. Ja,
Aber deswegen super, dass das mal aufgeschlüsselt wurde. Es ist auch ein toller Moment zu sehen, dass man, du hast ja eben schon erwähnt, eigentlich nur durch Twitter Leute kennenlernt, die dann auch Teil eines Podcasts werden, mit dem man dann ins Gespräch kommt, die einem dann auch wirklich einem weiterhelfen können. Und ich muss sagen, ich habe die ganze Hannover-Thematik irgendwann so nicht aus den Augen verloren, aber mir ist es zu viel geworden, weil du nicht wusstest, was jetzt genau damit schwimmt. Und da mal eine Einordnung zu bekommen, war richtig geil. Und cool, dass ihr das gemacht habt. Deswegen geiler zweiter Platz auf jeden Fall für 93 mit Dr. Hüttl. Und Platz 1, es hängt so ein bisschen wahrscheinlich damit zusammen, dass wir hier der Eintracht-Podcast sind und dementsprechend natürlich auch so und das Publikum haben, aber Platz 1, Eintracht-Podcast mit Henny Nachtsheim, 48%. Ja, Basti, kann ich dich nochmal ansprechen? Ich glaube, war für dich auch eine feine Angelegenheit, weil du ja auch großer Henny-Fan bist, ne? Ich wollte gerade sagen, also das war für mich, mehr brauche ich nicht, wenn ich jetzt morgen sterbe, ist alles in Ordnung. Ich durfte ja sogar noch mit ihm zusammen kurz was aufnehmen. Also wie gesagt, ich bin, seit ich klein bin, ich bin mit Badesalz sprachlich sozialisiert worden, merkt man dann vielleicht auch an einer oder anderen Stelle. Und dass wir dann zu ihm nach Hause durften, eine Sendung mit ihm aufnehmen, über die Eintracht zu reden, gerade nach diesem geilen Pokalfinale. Also das waren ja so viele Sachen, wir waren ja sowieso in so einer Grundeuphorie drin und dann kam das noch dazu. Also es war echt mein Highlight fast dieses Jahres komplett, neben dem Pokalfinale, weil es ist halt auch ein geiler Typ, gell? Also er hat uns ja wirklich echt nett empfangen, hat uns Kekse hingestellt, wir durften zu ihm nach Hause kommen, bla bla, wir durften so lange bleiben, wie wir wollten. Ich fand wirklich, dass das echt ein runder Tag war und die Sendung, ich glaube, das hat man dann auch in der Sendung gemerkt. Ja. Auf jeden Fall. René, wie war es für dich zum Aufnehmen? Wie der Basti schon sagt, runde Sache und es war irgendwie mal ein schönes Gefühl, mal zu Hause bei Promi zu sein. Ne? Also es war für mich definitiv auch nach dem Pokalfinale das größte Highlight des Jahres. Ist ja natürlich nochmal was anderes für uns, weil wir ja dann eben ja nicht nur quasi die Zuhörenden, sondern auch quasi die Aufnehmenden sind. Ich muss aber auch zugeben, es war für mich die anstrengendste Folge des Jahres, weil du natürlich schon unter einem gewissen Druck stehst. Du willst das Ding da jetzt auch irgendwie nicht verkacken. Es waren ja sowieso schon irgendwie gefühlt irgendwie 40 Grad. Wir saßen da auf der Terrasse, die Schokokekse sind da vor sich hingeschmolzen. Ich habe mindestens dreimal so viel geschwitzt wie jeder andere am Tisch, einfach weil diese Komponente mit hoffentlich versagt die Technik jetzt an dieser Stelle da nicht noch hinzukommt. Und das ist auch erst so ein bisschen abgefallen, als ich dann zu Hause alle Aufnahmen kontrolliert habe und alles irgendwie da war und auch noch Backup und so weiter. Aber es war halt schon einfach das Highlight und als wir das Ding hier vor ein paar Jahren angefangen haben, war ich noch nicht so weit dran zu denken, dass wir irgendwann bei Henny auf der Terrasse sitzen und da das Ding aufnehmen. Also definitiv mein Highlight des Jahres. Schön. Also insofern, vielen Dank, dass ihr das auf Platz 1 bewertet habt. Freut uns sehr und hört auf jeden Fall nochmal rein. Das ist echt so eine der zeitlosen Folgen. Wer vielleicht noch nicht mal einen Blick drauf geworfen hat, kann es auf jeden Fall tun. Kann man sich, glaube ich, in einem halben Jahr auch noch ganz gut anhören. So ein Longtail vom Eintracht-Podcast gibt es sehr selten genug. So, wunderbar. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie und ganz ehrlich, da wundert es mich, dass wir da einen Sieger haben, weil das ist irgendwie... Da müssen wir jetzt wählen zwischen Pest und Cholera und wir reden jetzt über den Verband des Jahres. Oh Gott, oh Gott. Ist natürlich auch so ein bisschen so eine undankbare Kategorie, ja. Also mit 59% der Sieger, es stand zur Auswahl FIFA und der DFB, aber geworden ist es der DFB mit 59%, hat sich hervorgetan durch wunderbare Aussagen auch, durch wunderbare Statements der DFB, ein Spiegelbild unserer Gesellschaft im negativen Sinne. Ja, ich glaube, das ist dann auch wieder nur so der Faktor, wie wir es gerade eben bei dem Thema mit Hannover schon hatten, dass uns hier der DFB einfach irgendwie näher ist als die FIFA vielleicht noch und wir deswegen, oder dass die Hörer und Hörerinnen das vielleicht höher bewertet haben. Ich habe so unterm Strich, egal. Der DFB betrifft uns halt jeden Tag. Ja. Also ich glaube, egal bei wem du da ins Büro marschierst und dir mal irgendwie die Unterlagen genau anguckst oder die sie meinen gelöscht zu haben, aber dann doch irgendwie nicht gelöscht zu haben, da wirst du halt überall irgendwie eine Menge finden, wo du denkst, das darf doch wohl nicht wahr sein. Im Endeffekt ist es ja auch bei FIFA, ich meine, die hat jetzt 41%, okay, aber man muss auch überlegen, wenn du überlegst, wenn du dir anschaust, was da alles so mit Football Leagues da wieder rauskam, die Machenschaften von Gianni Infantino, die Aktion, dass der Copa del Libertadores, das Finale dann irgendwie in Madrid dann aus, beziehungsweise in Spanien ausgekämpft wurde und nicht mehr in Argentinien, wo es ja eh schon nicht so gewesen wäre, dass du bei auswärts, da fällt ja kein
keine Auswärts. Also ich meine, so wäre es auch unproblematisch gewesen, in eine andere Stadt das zu versetzen, aber auch da gab es bestimmt irgendwelche Abmachungen, damit es halt lieber in Madrid stattfindet und so weiter und so fort. Das sind alles lauter Kleinigkeiten, aber die ergeben auch ein Bild der Absurdität bei der FIFA, aber beim DFB bekommen wir es ein Stück weit näher mit. Aber ich glaube natürlich, dass diese 59% auch ein bisschen ihren Ursprung dadurch haben, wenn wir überlegen, was jetzt aus Frankfurter, aus Eintracht-Sicht zu Beginn des Jahres so rumkam, von wegen, dass der DFB nicht wirklich glücklich war, dass die Eintracht gegen Montagsspiele lautstark demonstriert hat, dass der DFB die Eintracht auch nicht so wirklich als ja sympathischen Verein ansieht und dass eigentlich Länderspiele doch ganz gerne nicht in Frankfurt stattfinden sollten. Ne? Ja, oder auch die Geschichte, dass man halt eben quasi den Bayern mehr den Pokalsieg wünscht, weil da ja die Nationalspieler und so weiter spielen, wo du ja auch denkst, so Leute, geht's eigentlich noch? Ja. Genau das. Also das ist... Geht's ja eigentlich noch? Habe ich gepennt? Ich sage mal, geht's eigentlich noch? Danke, Axel. Sehr gerne. Ja, ich glaube, über den DFB kann man fast dieses Jahr seine eigene Sendung fast machen. Also da fallen mir so viele Sachen ein. Also auch, wenn es um Strafen für Fans geht, wenn es um Aussagen geht, wenn es um die Nationalmannschaft geht, wenn es um Özil geht, alles Mögliche. Also da ist so viel krass schiefgelaufen. Wir haben ja, dann kannst du auch über die Mannschaft reden und über alles Mögliche. Fanclub, Nationalmannschaft. Also dieses Gesamtgebilde DFB hat sich dermaßen katastrophal präsentiert, dass man echt nur noch den Kopf schütteln kann. Und ja, also wenn Kind ein kleiner Mosaikstein im schwarzen Teil ist, dann ist das schon fast ein größerer Mosaikstein im dunkelschwarzen Bereich, weil der DFB wirklich diese herausragende Position, die er hat, wirklich in einer Kürze der Zeit wirklich so beschädigt hat, finde ich krass. Da wir können über so viele Sachen reden. Wir können über die Aufarbeitung von den Schwarzgeldsachen da reden und über alles Mögliche, was da alles passiert ist in den letzten Jahren auch. Das ist beispiellos fast, was dieser Verband und hat jetzt einen Präsidenten an der Spitze, der wahrscheinlich später auch nochmal auftauchen wird, der ja wirklich auch fernab von allem ist. Also bei ihm hast du ja auch das Gefühl, der weiß teilweise gar nicht, von was er redet und probiert das auf eine glatt geschliffene, aalartige Art alles vorzustellen und zu begründen und zu präsentieren, dass einem ja wirklich schlecht wird. Also Grindel ist ja wirklich echt ein Mensch, mit dem du wirklich gar nichts zu tun haben willst. Ja, gut zusammengefasst, werden wir auch nachher noch drauf zu sprechen kommen. Deswegen DFB, der verdiente Sieger, Verband des Jahres. Ich merke schon, es geht gleich weiter mit den schönen Sachen. Jawohl. René, was haben wir denn auf Platz 9? Auf Platz 9 sprechen wir jetzt über die Polizeiaktion des Jahres. Ui, warte mal, dann ziehe ich mal raus. Aha, sehr gut. Und zwar... Goldene Schlagstock. Der goldene Schlagstock. Oh, der in goldene dem Körbsche ist ein Briefsche. Der goldene Schlagstock des Jahres. Sehr, sehr gut. Auf Platz 3 haben wir die Dresden in Köln 16%, starke 16% bekommen. Vielleicht, Axel, kannst du uns ein bisschen erläutern, was da so los war? Ja. Meine Nominierung kommt nicht gut weg. Merke ich gerade. Könnte daran liegen, dass du ein kleines Auswärtsspiel hier hast. Ja, ja. Nee, ist ja auch alles gut. Dresden in Köln, Ausnahmezustand bei der Polizei NRW beziehungsweise bei der Polizeidirektion Köln. Taucherstaffeln waren vor Ort. eine Abteilung des SEK stand im Stadion mit Sturmhaube und Vollmontur. Man hätte tatsächlich überlegen können, dass wir kurz vor einem Krieg stehen würden. Hubschrauber in der Luft, die gesamte Aachener Straße, das ist also die Zufahrtsstraße zum Stadion, große Kölner Hauptverkehrsstraße, komplett abgesperrt mit Polizeieinsatzfahrzeugen. Man konnte von der Nord-Süd-Fahrt eine weitere wichtige Hauptverkehrsstraße in Köln nicht auf die Aachener Straße abbiegen, was zu einem kleinen Rückstau geführt hat. Völliges Chaos. Hunde, Reiterstaffeln, du liebe Güte, die Hunnen sind eingefallen. Eine absolut überzogene, lächerliche
Polizeiaktion, weil Dresden gesagt hat, wir möchten einen Fanmarsch machen, wurde dann auf Karlsruhe verwiesen, wo die Dresdner ja ihren berühmten Kampf dem DFB-Fanmarsch gestartet haben, wo sie da alle in Camouflage rumgelaufen sind. Und das hat dann die Polizei Köln dazu bewegt zu sagen, nein, dürft ihr nicht, wir verbieten das. Und dann hat Dresden gesagt, okay, dann lassen wir es sein. Und das hat man in Köln, dieses Memo, wir lassen es sein, hat man anscheinend nicht mitbekommen, weil noch am Tag vorher dann durch die Kölner Gazetten die Panikmache der Verantwortlichen lief, die kommen hier mit 5000 Mann, schlagen alles kurz und klein, sperrt eure Frauen und Kinder zu Hause ein, verriegelt die Türen und die Fenster, die Dresdner kommen. Natürlich ist da nichts passiert. Es war ein, ja, und das auch, wurde es war dann, Taucher vor Ort, was ja, soll denn da genau, passiert? War, ja, richtig, es war eine Taucherstaffel da, leck mich am Arsch, René, was ist denn da los? Ach, es ist fürchterlich. Ganz ehrlich, deswegen meine Nominierung zur Polizeiaktion des Jahres, weil ich sie halt auch am intensivsten mitbekommen habe. Ja, ganz aber ehrlich, wer kommt denn auf die Idee mit der Taucherstaffel? Was soll das denn bringen? Also das kann ich nicht nachvollziehen. Ich was auch nicht, aber ich weiß endlich, kommt die Dresdner ja durch die Kanalisation, Marvin. Ich weiß es nicht. Ich weiß endlich, dass meine Steuern hier im Land NRW gut eingesetzt werden für sinnvolle Dinge. Auch Marvin und meine vom Länderfinanzausgleich. Liebe Grüße bitte nach. Für solche Sachen. Ja. Nein, aber es ist ja auch in anderen Bundesländern nicht besser. Also das trägt, wir haben es ja schon besprochen, bei Dietmar Hopp so ein bisschen angerissen. Aber bei Fußballfans wird ja wirklich so getan, als wenn da wirklich 50% potenzielle Terroristen. Nee, 90%. Unter diesen Leuten wären, dass diese Maßnahmen gerechtfertigt sind. Und es scheinbar auch wirklich keine Fragezeichen in der Gesellschaft gibt. Also es sitzt scheinbar, ja. Günther sitzt wahrscheinlich nicht beim Frühstückstisch mit seiner Zeitung in der Hand und sagt hier, Hieros wieder aus das Gläsie mit dem Hubschrauber. Das ist scheinbar schon normal, dass ja das SEK ist im Stadion, ja ist doch klar, hier, wer weiß, was da passiert, hier, da wird ja gebrannt, da werden ja jedes Spieltag Leute angezündet, da ist natürlich, brauchen die sich nicht wundern, wenn die keine Karte kriegen. Habe ich alles schon so gehört. Ich habe mich letztens mal geärgert, dass wir so wenig Romkarten kriegen, da muss ich mir anhören. Ja, also, braucht ihr euch ja nicht wundern, so wie ihr euch verhaltet. Alter, was ist denn los, Alter? Was habe ich denn gemacht, Alter? Mein Führungszeugnis ist sauber, was ist los mit dir? Gottes Willen, Alter. Ja, Taucherstaffeln, natürlich, da kommen die nämlich, wenn die keinen Fanmarsch machen dürfen, dann machen die einen Fanschwimmen, Alter. Da kommt die unter Wasser. Schwimmen U-Boot. Durch den Rhein, Alter. Ein Dresdner U-Boot kommt. Ja. Auch mal eine Idee vielleicht für ein Eintracht-Auswärtsspiel, dass wir nicht... Dass wir mit dem U-Boot hinfahren? Ja, dass wir oder schwimmen nach Mainz. Ja, nach Mainz. Unter Wasserpyro. Oh, Aber der Axel hat es eben schon richtig gesagt, ne? Das ist natürlich auch auf eigene Erfahrung fußt es, deswegen ganz klar, aber absolut berechtigte Nominierung. Auf Platz 2, die nächste Nominierung, die auch zumindest zwei von uns hier auch an der eigenen Haut irgendwie so ein bisschen erlebt haben. Die Römerpolizei mit 36% auf Platz 2. Basti, ja, es hat uns jetzt nicht so gut gefallen dort, ne? Nee, also man muss auch differenzieren, Römerpolizei ist ja nicht gleich Römerpolizei, da gab es ja 4 verschiedene Einheiten. Am besten hatten mir die gefallen, die gar keine Uniform anhatten, sondern einfach irgendwie einen Schlagstock in die Hand bekommen haben. Da war dieser tolle Typ mit diesem braunen Mantel da, der auf dem Feld die ganze Zeit rumgelaufen ist. Der war so ein bisschen symbolisch dafür. Wo du nicht sicher warst als Fan, ob die überhaupt eine Ausbildung hatten oder ob das nicht irgendwelche Leute waren, die plötzlich einfach mal einen Schlagstock in die Hand bekommen haben. Also das wirkte alles sehr, sehr unsouverän dort. Und wir haben es ja wirklich von der Organisation her, von der Kommunikation her, in allen möglichen, von den Kontrollen her, das war wirklich eine Frechheit, weil da ist genau das passiert, was wir gesagt haben, Fußballfans werden wie Terroristen behandelt und genauso wurden wir auch behandelt. Also wirklich so, du musstest dich wirklich so fühlen, als wenn die dir potenziell alles Mögliche unterstellen würden. Ja. Also du hast dich wirklich so gefühlt, wie als wenn das eine Autobahnkontrolle wäre, wo gerade ein Kindermörder gesucht wird. So, und bitte fahren Sie weiter und kontrollieren, machen Sie mal Kofferraum auf, machen Sie mal dies, machen Sie mal das. Es hat wirklich nur noch gefehlt, dass die Schufa-Einträge von uns kontrollieren wollten. Ansonsten haben die, glaube ich, alles kontrolliert. Eine Freundin von einem Freund von uns wurde tatsächlich in die Unterhose gegriffen. Also da gehen wir auch schon in den Bereich, wo es strafrechtlich relevant wird. Also ganz ehrlich, alles,
dafür, dass, was im Stadion ja teilweise auch passiert ist, Pyrotechnik. Wir reden hier nicht über Morde, immer noch, nochmal. Wir reden hier nicht über irgendwelche Szenarien, wo regelmäßig Menschen schwer verletzt werden oder sterben. Das ist nicht so. Das können die vielleicht herbeireden, das passiert vielleicht auch vereinzelt. Trotzdem ist das nicht die Regel und rechtfertigt niemals 9000 Menschen. Also das Menschensterben passiert eigentlich im Moment so gut wie nie in deutschen Stadien. Ja. Jedenfalls nicht durch Gewalteinwirkung. Ja, weil eben meistens durch ihn, wenn dann ist es wahrscheinlich ja durch einen Herzinfarkt oder irgendwas. Also das Ding ist tatsächlich wirklich, weißt du, man muss ja, also mir wäre es wirklich wichtig, wenn das gesamtgesellschaftlich sich durchsetzen würde, dass man Gefahren wirklich an ihrer, ja, ob das ist rationale Menschen, die gibt es ja in der Justiz auch, also Leute, die Gesetze schreiben, schreiben die rational. Manchmal verstehen die Leute es nicht, weil Justiz und so ja nicht emotional ist, ist aber auch richtig so. Also das darf nicht so sein, dass juristische Dinge emotional behandelt werden, das finde ich auch gut. Ich würde mir das aber wirklich auch auf der politischen Ebene wünschen, dass man der Wahrscheinlichkeit angemessen nach Präventivmaßnahmen trifft. Das heißt, wenn es wirklich zu 10% wahrscheinlich ist, dass das und das passiert, dass man da entgegenwirkt. Aber dass du wirklich im Fußballstadion irgendwie eine Gefahr für dein Leib und Leben erfährst, die ist sehr, sehr, sehr gering und rechtfertigt in keinster Weise diese Behandlung von so vielen anderen Leuten, die dann wirklich tatsächlich 5 Stunden im Regen stehen, weil die es nur für provokativ für nötig halt nur 2 Eingänge aufzumachen. Das war eine riesen Frechheit und hat mir den Tag ein bisschen versaut, muss ich sagen. Ja, kann ich nur zustimmen. Insofern absolut berechtigter Platz 2. Auf Platz 1 haben wir Dortmund gegen Hertha. Da gab es auch ein riesen Polizeiaufkommen. René, vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen. Mit 48% ganz klar auf Platz 1 gewählt. Genau, das war ja diese Geschichte, als Berlin in Dortmund gespielt hat. Das war irgendwie, ich glaube, Mitte, Ende Oktober, irgendwie sowas um die Richtung, wo es dann Pyro im Block gab und die Polizei mit einem dann doch ja etwas unverhältnismäßigen Einsatz wohl da in diesen Block marschiert ist und wo es zu vielen Verletzten gab, wo es im Nachhinein dann auch irgendwie hieß, man hätte irgendwie ganze Toiletten zerstört und Dings. Also war auch so ein bisschen wahrscheinlich einfach auch drüber. Wieder Polizei NRW. Ja, wie der Polizei NRW, genau. Das ist, muss man leider sagen. Also, Herbert Reul, Rules. Der sieht auch aus, Alter. Der ist eine Gefahr. Der ist ja gruselig, Alter. Viel größere Gefahr als jeder Fußballfan, dieser Herr. Keine Grüße. Ja, Wahnsinn. Aber es hat ja gezeigt, dieser Polizeieinsatz war ja wirklich auch danach, wirklich auch selbst auch von Polizeiseite aus anderen Bundesländern, stand ja auch in der Kritik, weil er aber völlig überzogen war. Der die Eskalation ja einfach mit hervorgerufen hat. Also es ist ja einfach so, diese Szenen und die einzigen Bilder, das ist ja auch wieder so eine Sache. Der Günther, der dann bei der Roswitha eine Zeitung was liest und Bilder sieht, der, guck mal hier, die haben Eisenstangen. Lass mal die Roswitha in Ruhe, ey. Die Peggy, Alter. Die haben Eisenstangen. Besser. Die haben Eisenstangen in der Hand, Peggy. Guck mal hier, die Vandale hier. Kein Wunder, dass die Polizei, da müsste die eingreifen. Ich bin auch dafür, dass Wasserwerfenster eingestellt werden, bla bla bla. Das scheint sich ja dann wahrscheinlich in manchen Teilen der Gesellschaft als Meinung zu verfestigen. Weil diese Bilder, da standen 15-Jährige mit Plastikstangen. Also, wow, wenn das das Schlimmste ist, was die Polizei hier erlebt hat, dann weiß ich nicht, was für Dienste die sonst ausführen. Naja. Aber zeigt naja, das. Naja, es passt halt ins Bild. Ne? Das ist diese Law-and-Order-Politik. Hier Sicherheit vor allem und so weiter. Und Fußballfans sind da halt einfach ein einfaches, beliebtes Opfer, weil so fair muss man ja sein. Es gibt natürlich auch ab und an Anlass von Ultragruppierungen oder von Fußballfans, wo du halt sagst, das ist vielleicht gesellschaftlich auch nicht die Norm. Und das wird dann halt hoch eskaliert, hochgebauscht bis zum geht nicht mehr. Und das ist halt eine reine Macht, halt eine reine Strategie, um zu zeigen, wir lassen uns von niemandem auf der Nase rumtanzen, wir sind der Staat und wir sind die Exekutive und unsere Bürger sind sicher. Mehr ist das nicht.
Deswegen auf jeden Fall richtig gut, dass es, dass Dortmund versus Hertha auch nominiert wurde und auch 48% bekommen hat. Das sind so Dinge, auch hier wieder, das vergisst man so schnell, weil es irgendwie im Tagesgeschäft dann irgendwie wieder runterplätschert und dann spricht niemand mehr drüber. Aber was es da für eine Eskalation auch war, eine unverhältnismäßige, darüber muss eigentlich im Verlauf dieser Jahre auch noch gesprochen werden, ne? Die Hertha-Fans haben doch auch die Polizei Dortmund dann angezeigt. Weiß man eigentlich irgendwas, was dabei rausgekommen ist? Wahrscheinlich nichts, oder? Keine Ahnung. Wisst ihr das? Nee, hab ich nichts gehört. Okay. Mantel des Schweigens, wie so oft. Na gut, aber gut, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal wirklich zu was Positivem mal wieder. Nee, warte mal, Marvin. Ja? Was du gerade eben gesagt hast, man vergisst so schnell und kommt gar nicht mehr drauf, dass da ja was war, ist uns ja bei den Nominierungen auch passiert, weil wir ja mehr als einmal darauf hingewiesen worden sind, dass wir die Polizeiaktion der Polizei Wien vergessen haben. Ach, sehr gut, sehr gut. Ja, stimmt, ja. Da sollte tatsächlich wenigstens ein oder zwei Sätze sollte darüber gesagt werden, weil das war nochmal eine völlig andere Stufe der Repression als das, was wir gerade besprochen haben. Mhm, stimmt. Also, könnt ihr das nochmal ausführen? Zusammengefasst war das doch diese Geschichte, dass Fans... Es war Wiener Derby. Genau, es war Wiener Derby. Rapid die Fans Admira. Sind auf dieser Brücke, auf diesem schmalen Weg über mehrere Stunden quasi, ja... eingekesselt über gewesen. Sieben Stunden, es war übrigens nicht Admira, sondern Austria, Entschuldigung, mein Fehler, sind über eine Autobahnüberführung zum Stadion geführt worden und dann wurde von dieser Autobahnbrücke wurden angeblich, es hat geschneit, wurden angeblich Schneebälle auf die Südosttangente, auf diese Autobahn geschmissen. Was tatsächlich ein Eingriff in den Straßenverkehr ist, was ich nicht gutheiße und was man nicht machen muss, wenn du da einen Schneeball auf ein fahrendes Auto wirfst und triffst das Auto, dann kann das natürlich zu verheerenden Unfällen führen. Und um Gottes Willen, das darf nicht gemacht werden. Natürlich nicht. Es gibt dann halt die Diskussion, warum müssen wir durch diesen schmalen, für drei Personen ausgelegten Gehweg mit über 1000 Menschen, es waren insgesamt 1300 oder so, warum müssen wir darüber geführt werden? Und warum kesselt die Polizei dann auf diesem Weg die Leute ein? Der Weg war nicht befestigt, also es war keine Komplettasphaltierung, sondern es war anscheinend auch sehr matschig. Dann hast du da eine kleine Barriere, die dich halt vor dem Sturz auf die Autobahn, die ungefähr 15 bis 20 Meter unter dir ist, schützen soll. Es gab keinen Weg raus, es gab keinen Weg nach vorne, es gab keinen Weg zurück. Es wurde niemand rausgelassen, der nicht identifiziert worden ist. Die Polizei hat dort also eine Personenidentifikation durchgeführt. Da waren Kinder bei, da waren Frauen bei, da waren Rollstuhlfahrer bei, die über 7 Stunden in der Eiseskälte dort festgehalten worden sind. Und jeder, der mal in einer Masse stand, der diese Dynamik der Masse nachvollziehen kann, weiß, wie schnell durch völlig einzelne und zusammenhanglose Zufälle eine Panik ausbrechen kann. Da kippt einer um, weil er vielleicht Platzangst hat. Da muss einer auf Toilette und schlägt sich halt durch die Reihen, weil er es einfach nicht mehr aushalten kann. Das ist dann eine Dynamik, die passieren kann, die zum Glück nicht passiert ist, die eine solche Masse, die zusammengepfercht, ohne Ausweg, ohne Möglichkeit der Flucht, es hätte eine Vollkatastrophe werden können. Und das ist halt etwas, wo die Polizei Wien meines Erachtens auch belangt werden muss. Das ist unfassbar. Ja. Ja, definitiv. Also es ist vielleicht auch so ein kleiner Ausblick, was einen noch so erwartet, weil es scheint ja überhand zu nehmen, überall. Wie du es gesagt hast, allein der Zeitraum, ich weiß gar nicht, ob ich das ausgehalten hätte. Ich weiß nicht, also ich finde es echt heftig.
das sorgt natürlich auch dafür, und das haben Marvin und ich in Rom auch besprochen, solche Dinge sorgen natürlich auch dafür, dass das in die Zukunft reinstrahlt. Weil es ist ja nicht so, dass du sagst, ach super, jetzt habe ich das überstanden, sondern du lässt dann vielleicht sogar die eine oder andere Fahrt ausfallen, weil du gar keinen Bock hast. Also ich glaube, wenn die Eintracht jetzt im Viertelfinale wieder gegen Lazio rumspielt, bin ich mir nicht sicher, ob ich sofort Juhu schrei. Also weiß ich nicht, ey. Ja, das ist halt genau der Punkt. Und es führt mittelfristig dazu, dass ich Leute oder viele Fans in Italien zum Beispiel, wie in Italien zum Beispiel auch nachvollziehen kann, wenn ich mitbekomme, wie das halt in Rom dann teilweise passiert und dann auch in anderen Ländern, kann ich absolut nachvollziehen, dass du dann irgendwie keinen Bock mehr hast auf Auswärtsfahrten. Warum sollte es dir sowas jedes Mal geben? Für uns war es jetzt was Besonderes, aber nächstes Spiel gegen Sassuolo oder so ist vielleicht genauso nervig, aber du bekommst ein dröges 0-0 zu sehen, weißt du? Ärgerlich. Ja, und es führt natürlich auch zu einer Radikalisierung, ne? Es führt zu einer Radikalisierung der Fronten. Das ist ja keine Deeskalationspolitik. Und das ACAB-Lager wird dadurch ja nicht kleiner. Ja, was halt auch im Endeffekt einfach schwierig ist, weil du bringst die Leute nicht zusammen, sondern bringst immer mehr auseinander. Und das kann genau, ja nicht genau. Das Ziel sein, ne? Genau. Ja, wollen wir trotzdem mal weitermachen mit der nächsten Kategorie, René? Ja, lass uns mal weitermachen. Wir kommen jetzt zu unserem Moment des Jahres und da hatten wir eine wirklich sehr, sehr schwierige Auswahl. Ja, es war wirklich ein toughes Ding und ganz knapp, ja, also wir hatten ja drei unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten. Einmal hatten wir Mihat Gacinovic's Lauf zum 3:1, dann hatten wir den Lauf von Mihat Gacinovic zum 3:1 und dann hatten wir noch das 3:1 im DFB-Pokalfinale. Also es war wirklich krasse Auswahl von Mihat Gacinovic. Ah, und okay. Gewonnen hat Mihat Gacinovic mit seinem Lauf zum 3:1 im DFB-Pokalfinale. Ich glaube, wir können es schon ganz klar machen. War schon unser Moment des Jahres, Basti. Du hast dir den sogar verewigen lassen, ne? Ja, also da haben wir euch auch nicht viele Möglichkeiten gelassen, weil alles andere hätten wir nicht akzeptiert. Das hier ist der Eintracht-Podcast. Wenn wir das nicht genommen hätten, wäre es auch ein bisschen merkwürdig gewesen. Ich glaube, das ist auch nicht nur der Moment des Jahres. Das wird wahrscheinlich, wer weiß, okay, ich will gar nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen, weil wenn wir jetzt die Euroleague gewinnen, dann wird es natürlich nochmal krasser. Aber es wird wahrscheinlich auch auf Jahre hinaus ein Moment bleiben, an dem wir uns alle sehr, sehr gerne erinnern werden. Und deswegen habe ich mir das auch wirklich tätowieren lassen, weil das ist jetzt nicht so, dass ich mir das habe tätowieren lassen, weil ich sage, oh, die Eintracht ist toll und ich will immer für die Eintracht und das ist jetzt eine Hommage an die Eintracht. Nee, da ist auch gar nicht so viel Eintracht in dem Tattoo drin, sondern mir geht es eher um diesen Moment, den wir alle zusammen hatten, weil ich mit vielen Leuten auch wirklich jedes DFB-Pokalspiel gemacht hatte und das einfach so ein Abschluss war, wo du wirklich mit Leuten, ja, mit Freunden in der Kurve stehst und wirklich diese 30 Jahre Eintracht-Fanfrust, den man hatte, ja, aus dem Körper gespült werden und du wirklich das Gefühl hattest, das ist einfach was Schönes. Wir waren, Marvin und ich haben uns danach im Spiel noch getroffen, ganz kurz. Wir waren ja auch einfach platt alle, weißt du? Also wir konnten es nicht mal so feiern. Das war wirklich so ein krasser, krasser, krasser Moment. Da werde ich auf jeden Fall, wenn mein Neffe groß ist, wahrscheinlich irgendwann den damit nerven, dass das der Moment ist, als Eintracht-Fan, der wahrscheinlich leider der einprägendste der nächsten Jahre sein wird. Das ist schon für uns. Das ist für die Eintracht die deutsche Meisterschaft, weil machen wir uns nichts vor, wenn wir auf der Welt sind, wird die Eintracht wahrscheinlich nie mehr deutscher Meister werden, Euroleague wahrscheinlich auch nicht gewinnen. Also ist das Maximum und das ist da eingetreten und das war, für wen ich mich auch sehr, sehr gefreut hat, ist für die jüngere Fangeneration. Wenn ich mir vorstelle, dass so ein 10-jähriger, 12-jähriger, 13-jähriger Bassi da irgendwie gestanden hätte oder vom Fernseher gesessen hätte, das ist, glaube ich, auch was dich mit diesem Verein verheiratet für immer. Also das heißt, die Eintracht hat sich auch, Gacinovic hat in diesem Moment auch wirklich eine neue Fangeneration in die Stadien geschossen und das ist auch sehr, sehr wichtig, gerade wenn man sieht, wenn wir die Fan-Thematiken besprochen haben, die wir eben besprochen haben, dass man vielleicht auch fast Lust verliert, ins Stadion zu gehen. Sowas sorgt natürlich dann dafür, wo wir dann auch alle wissen, warum wir das machen, warum wir Geld auf Auswärtsfahrten ausgeben, warum ich im schlechtesten Wetter nach scheiß Hannover fahre, um 5 Stunden zurückzufahren und sonst irgendwelche Sachen, warum ich jetzt im Februar in die Ukraine fliege, mir wahrscheinlich einen Fuß verliere, weil er abfriert. Also das sind diese Sachen, deswegen machen wir das und klar, Eintracht-Podcast, also es gibt keinen anderen Moment dieses Jahr. Ja, das ist, was du sagst, finde ich auch interessant, denn wir sind jetzt irgendwie groß geworden mit einer Assoziation der Eintracht, die jetzt nicht rundum positiv ist, die eigentlich, also ich muss sagen, meine ersten Erfahrungen, meine ersten wirklichen Gedanken mit der Eintracht, die waren alle eher so,
Ja, von Erfolglosigkeit geprägt, ja, also irgendwie 94, 95 und dann schon schnell der Abstieg. Ja. Und das ist jetzt natürlich ein ganz interessanter Twist, dass die Jungen, die jetzt vielleicht irgendwie erst seit, was weiß ich, seit, ja, vielleicht die 18 sind, vielleicht seit 5 Jahren dabei sind oder seit 8 Jahren, die jetzt aber so früh eigentlich schon krassen Erfolg eigentlich miterlebt haben und nicht diese auf Misserfolg getrimmte, also relativ natürlich, wir sind immer noch in der Bundesliga oder mal in der zweiten Liga, aber trotzdem relativ gesehen, auf Misserfolg getrimmt sind, diese Assoziation gar nicht haben und eigentlich ein ganz anderes Bild der Eintracht sehen, was sich ja lustigerweise selbst nach dem DFB-Pokalsieg irgendwie noch fortsetzt in einer sehr erfolgreichen Hinrunde. Also für uns aber trotzdem einfach ein Moment des Jahres, der unwiederbringlich sein wird und auf den wir uns wahrscheinlich in 5 Jahren noch setzen und unterhalten werden. Ne? Ja, definitiv. Also von daher ein sehr, sehr gelungener und eindeutiger Moment des Jahres. Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, machen wir schon weiter mit Kategorie 11. Ich habe gekegelt währenddessen. Ich wollte es überspielen. Schön, dass du das jetzt sagst. Hast du übrigens gewonnen beim Kegeln. Es sei euch gegönnt. Ich hab ja auch Gacinovic nominiert. Ja, stimmt. Ja, es ist halt auch, also es ist glaube ich auch an der Stelle, wenn dann wirklich der nicht favorisierte Verein gegen den wichtigsten Verein Deutschlands gewinnt, ist das auch nochmal ein ganz, auch für jeden, der da jetzt nicht irgendwie zu dem Fanlager gehört, glaube ich auch nochmal ein ganz eigener Moment. Ja, ich glaube, dass durch diese neuen Vereine wie Leipzig und Hoffenheim und so, dass auch so eine gewisse Solidarisierung in Fanszenen stattgefunden hat von Vereinen, die wirklich in der Lage sind, über 1000 Auswärtsfans mitzubringen, das ist ja auch nicht mehr so oft, weil ich habe es ja ähnlich erlebt mit dem Axel über 93, so ein bisschen enger noch, als er Köln in den Europapokal eingezogen ist und Osako dieses Tor schießt. Das freut dich zwar nicht selbst, aber du kannst nachvollziehen, was das den Leuten dann bedeutet. Und ich glaube, das ging vielen, vielen, das ging ja selbst Bayern-Fans, haben uns ja auch gratuliert. Jetzt gerade beim letzten Heimspiel gegen Bayern kam ja auch ein Bayern-Fan zu uns und hat gesagt, ey, irgendwie selbst als Bayern-Fan habe ich es euch in dem Moment gegönnt. Ich glaube, das ging ganz vielen so und das hat auch ein bisschen dafür gesorgt, dass die Eintracht wieder so ein bisschen auf der überregionalen Karte gelandet ist. Bin gespannt, was die Eintracht daraus macht, aber diesen Moment zumindest wird uns keiner mehr nehmen, weil wir alle wissen, dass die Eintracht in der Lage ist, uns sehr, sehr, sehr viel Freude zu nehmen. Wird wahrscheinlich in der Zukunft dann an den einen oder anderen Stellen auch wieder passieren, aber dieser Moment wird bleiben. Deswegen absolut zu Recht dieser Moment. Grüße an Mirat. Dann machen wir jetzt weiter mit dem Tierschutzpreis des Jahres. Wir reden über den Wolf des Jahres, wer am meisten im Fokus der Empörung stand. Lieber Marvin, ja. Wen haben wir denn da auf der Liste? Ja, auch wieder 4 Nominierte und ein Sammelsurium der Gesprächswertigkeit, will ich es meinen. Und zwar auf Platz 4 mit trotzdem starken 11% hat sich trotzdem auch nur auf Platz 4 positioniert, ist Peter Fischer, der natürlich unter anderem auch deswegen nominiert wurde, weil er im wirklichen Fokus der Empörer war, gerade von den Leuten, die eher der AfD zugewandt sind. Und er hat sich ja früh auch mit der Eintracht generell gegen rechtes Gedankengut positioniert, ist einer, der sinnbildlich für nicht nur Peter gibt einen aus, sondern auch für gegenrechtes Gedankengut ausspricht, für ein buntes Frankfurt. Und das haben viele Leute nicht so wohl aufgenommen. Gerade in Sachen Facebook ist mir das deutlich aufgefallen, wo sich viele gegen Peter Fischer ausgesprochen haben, ihn auch wüst beschimpft haben, ihm der Zensur vorgeworfen haben, was auch immer, total absurde Sachen. Aber ich finde, es war wichtig und richtig, dass jemand, ein Präsident eines Bundesliga-Vereins, sich so klar positioniert als einer der Ersten, die jetzt nicht vielleicht St. Pauli heißen oder so, ganz klar gesagt hat, mit uns gibt es keine Zusammenarbeit mit der AfD handeln, da haben wir keinen Bock drauf. Und jeder, der dieses Gedankengut teilt, der kann eigentlich gar nicht klaren Gewissens Mitglied der Eintracht sein. Dafür hat er ein bisschen Shitstorm abbekommen und stand zumindest am Anfang des Jahres ein bisschen im Fokus der Empörer. Auf Platz 3, ich mache es jetzt ein bisschen schneller, auf Platz 3, die Super League mit 12%. Ja, die Super League, die hast du gewählt, will ich meinen, René, ne? Ja, genau, die habe ich nominiert. Mir geht es dabei jetzt weniger um die Super League an sich, sondern um die Diskussion, die geführt worden ist. Nämlich, was man ja ganz oft gesehen hat, waren die Diskussionen oder auch die Beiträge, die geschrieben worden sind. Welcher Verein darf da wann wie mitspielen und gibt es Abstieg und Aufstieg und warum Bayern und nicht Dortmund und Dings? Und das war für mich eigentlich an der Stelle die falsche Diskussion, die da geführt worden ist, weil ob da jetzt irgendwer mitspielen darf und ob es da Abstieg gibt oder nicht, ist eigentlich vollkommen belanglos. Was viel wichtiger ist, ist, dass es ein paar Vereine gibt, die
so starke Lobbymöglichkeiten haben, sondern einen ganzen Verband irgendwie, der ja auch quasi nur aus machthungrigen und geldgierigen Menschen besteht, irgendwie vor sich herzutreiben. Und die Diskussion kam für mich eigentlich viel zu kurz und dafür war das andere viel zu präsent. Deswegen habe ich es da auf die Nominiertenliste gepackt. Vollkommen. Weiter geht's auf Platz 2 mit ja fast wenig Prozent im Vergleich. Und die Ultras mit 22%, man muss ja sagen, dass das ganze Jahr hinüber oft über die Ultras gesprochen wurde, meistens in einer sehr negativen Art und Weise. Ich erinnere hier an die Aussagen von Peter Beuth, der rechtzeitig zur Innenministerkonferenz sich den Ultras angenommen hat und sie generell mal wieder unter einen Verdacht gestellt hat und gleichzeitig natürlich auch generell Pyros verbannen wollte aus den Stadien. Ja, man muss sagen, dass die Diskussion um, wie gesagt, diese Ultras in Anführungsstrichen oder Fans, Fußballfans oftmals auch, eigentlich jegliches Maß der Normalität verloren hat, oder? Ja, also definitiv. Das ist so ein bisschen irgendwie das neue Feindbild, wo sich jeder dem Thema so ein bisschen anschließen kann. Und es ist, ja, ich weiß nicht, demnächst sind die Ultras wahrscheinlich auch noch schuld irgendwie, wenn Steuern steigen und Benzinpreise und sonst irgendwas. Also es ist halt total absurd. Sie sind halt tatsächlich der Wolf, ne? Ja. Für alles verantwortlich gemacht wird, egal was da passiert. Ja. Ultras stehen auf der Weide und reißen Kalb. Reißen Schafe. Ja, kommt als nächstes. Ein wilder Ultra. Ich habe einen wilden Ultra gesehen. Der muss umgesiedelt werden, der Ultra. Nach Kroatien. Becken mit dem Schwan. Zum Schwan, ja. Der Problem Ultra. Wir lachen jetzt drüber, aber es ist schon echt bedenklich, weil wir es ja auf dem eigenen Leibe erfahren, weil du wirklich wirklich ständig über als Fußballfan unter Generalverdacht bist. Du musst dich leidigen Diskussionen selbst im privaten Bereich stellen, wo irgendwie diskutiert wird, weil ich habe wirklich das Gefühl, dass viele Leute auch nur warten, um dann zu sagen, okay, und jetzt ist der Punkt erreicht, wo es wirklich reicht. Was heißt das denn? Was soll es denn sein, dass wir Stadionkontrollen wie am Flughafen haben oder irgendwas? Ihr habt es ja schon gesagt, das wird die Stimmung ja nicht verbessern, sondern es wird zu einer Radikalisierung führen. Ja. Dieser Kessel ist dermaßen voller Druck, ich verstehe nicht, warum beides, und das zeigt für mich halt auch, dass wirklich Teile auch von beiden Seiten gar nicht an der Lösung interessiert sind. Weil wenn man lösungsorientiert arbeiten würde, dann würden viele Dinge so einfach nicht stattfinden. Und der Axel hat es ja schon gesagt, das wird halt instrumentalisiert dann für eigene Sachen, Wählerstimmen zu bekommen, Polizeibudgets zu erhöhen, bla bla bla. Da geht es wirklich nicht mehr um die Sache, sondern da wird es einfach nur noch benutzt. Und das nervt mich krass, weil ich halt betroffen bin. Deswegen beschwert man sich auch so laut darüber, weil man es wirklich am eigenen Leib erfährt. Das ist echt übel. Also das ist echt übel, und wenn das so weitergeht, dann sorgt es wirklich auch dafür, dass ein wichtiger Teil meines Lebens, und dazu gehört ein Stadionbesuch, da reden wir jetzt nicht über den Fußball an sich, sondern da gehört der Stadionbesuch dazu, sowohl zu Hause als auch auswärts, für mich echt zu einer nervigen Sache wird. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock, irgendwo auswärts zu fahren, wo wirklich die Fahrt manchmal auch schon nervig ist, weil du irgendwie 5 Stunden irgendwo im Auto sitzt, im Stau, oder die Bahn fährt nicht, bla bla. Und dann kommst du halt auch noch da an und weißt gar nicht genau, was dich erwartet, weil das ja auch noch unterschiedlich ist. Man muss ja auch sagen, ich will jetzt ja auch nicht alles schlecht machen, es gibt ja auch wirklich Polizeitaktiken, die angenehm sind. Also du kommst ja manchmal auf Auswärtsspiele, wo die Leute nett zu dir sind. Und dann ist alles in Ordnung, da passiert nichts. Alle sagen, Gude, was geht ab, bla bla bla. Und ich habe mich, glaube ich, in Ulm habe ich mich mit einem Polizisten unterhalten, weil wir sind nach Ulm gekommen, in der ersten Runde. Kein erfolgreiches Spiel für die Eintracht. Und da waren mehr Polizeiautos als Auswärtsfans. Du hast wirklich eine gesäumte Straße voller Kastenwagen gehabt, Wasserwerfer, bla bla. Und ich habe gedacht, was denkt ihr denn? Denkt ihr, dass wir kennen euch gar nicht? Was wollen, denkt ihr, wir greifen euch an? Oder was soll hier passieren? Und der Polizist meint auch, ja, Digga, ich habe auch keine Ahnung. Auch innerhalb der Polizeigruppe wurde das eher mit Kopfschütteln und Lächeln entgegengenommen, weil die halt dann auch gemerkt haben, da kommen ganz normale Eintracht-Fans, die gerade Pokalsieger geworden sind. Mhm. An einem sonnigen Tag fahren die nach Ulm, haben Bock, dass die Saison wieder losgeht. Also wirklich viel Gewaltpotenzial war an dem Tag echt nicht von, das hat sich auch gezeigt, und die Polizisten haben sich Gott sei Dank auch dementsprechend dann verhalten. Die sind ja dann auch Opfer irgendeiner Einsatzleitung, die dann auch wahrscheinlich unter irgendeinem Druck steht. Das ist es ja, diese Spirale hört ja gar nicht auf. Ich weiß gar nicht, wo dann der Anfang ist, das weiß man wahrscheinlich dann gar nicht mehr. Und da muss man auf jeden Fall was machen, deswegen ist auch das ein Thema, was wir weiter hochhalten müssen. Auf jeden Fall. Und ich muss sagen, du hast eben gut angesprochen, das finde ich ein wichtiger Einwurf von dir, denn es gibt
viele Polizisten, die da auch keinen Bock drauf haben, die auch nicht verstehen, was da Sache ist. Aber das Ding ist, durch eine teilweise sehr aufgehitzte Debatte wird der Keil immer weiter reingetrieben und es gibt immer mehr eine Entfremdung von den Leuten, die jetzt erstmal kein Problem mit Ultras per se haben und den anderen Leuten, weil die Berichterstattung oftmals auch total aufgebauscht ist, weil Dinge dramatisiert werden. Also wenn ich mir auch angucke, wie das teilweise in Rom war, was ich danach lesen musste, teilweise von Zitaten wie Bestien und so weiter und so fort, wenn ich mir dann angucke, was dann de facto passiert ist, ja, was dann wirklich passiert ist, wo die Leute dann auch teilweise herkamen und so weiter und so fort, dann muss ich sagen, dann steht die Berichterstattung in keinem Verhältnis zu dem, was wirklich geschehen ist. Und sowas ist öfter. Das heißt, wie wollen wir denn reagieren, wenn wirklich erstmal was passiert? Nein, wir müssen zusammenfinden. Das ist das, wovor ich so große Angst habe, dass wenn wirklich mal was Krasses passiert. Und wir müssen, aber genau, wir müssen doch zusammenfinden. Wir müssen erstmal sehen, dass wir gemeinsam alle wieder rational eine Lösung arbeiten, damit Dinge, die wirklich nicht gehen, auch nicht gehen und eben klargemacht werden und gleichzeitig aber nicht Dinge überdramatisiert werden, nur damit es ein paar mehr fucking Klicks auf deiner scheiß Webseite gibt. Hört endlich mal auf mit dieser fucking Kacke. Was soll das denn? Da werden Bilder rausgezogen, die irgendwie die absichtlich ein schlechtes Licht auf was rücken. Da werden Headlines gewählt, die absichtlich clickbaitig sind. Ey, Leute, das ist eine Diskussion, der müssen wir uns stellen und müssen gleichzeitig aber sehen, dass wir nicht alle Seiten gegeneinander aufhetzen, sondern wir müssen faktisch basiert an dem arbeiten, was wirklich passiert ist und nicht, was sich irgendjemand dabei gedacht hat, um mehr Scheißklicks für seine fucking Website mit der Scheißwerbung da drauf zu packen. Das ist endlich aufhören, verdammte Scheiße. Und da komme ich auf Platz 1, Mesut Özil, 55% der Wolf des Jahres, weil auch da die Spirale der Empörung extrem weit nach oben ging mit allem, was dazugehört hat, war eigentlich das beherrschende Thema, gerade bei Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft auch. Ne? Jetzt kann ja mir was sagen, jetzt habe ich mich so hoch. Ja, also ich finde, Mesut Özil ist in der falschen Kategorie. Weil der Wolf kann ja eigentlich gar nichts dafür, dass er so eine schlechte Reputation hat. Der Wolf ist ja wirklich das arme Schwein in dem Fall. Mesut Özil ist schon mal scharf aufgefressen. Ja, Mesut Özil ist ein schwieriger Charakter. Also für mich als Außenstehenden. Ne, ich finde, Mesut Özil ist auch nicht jemand, den man von allem freisprechen darf, sondern der hat auch ein paar Dinge gemacht, auch Äußerungen, wo ich schon auch Kritik an ihm verstehen kann. Und darum ist er für mich in der falschen Kategorie gelandet. Finde ich nicht. Ich finde nämlich auch, weil Fußballfans haben auch gewisse Sachen gemacht, die nicht okay waren. Wobei wir, glaube ich, bei dem Wolf auch reden. Ja, der Wolf, okay. Auch an gewissen Stellen für Probleme, die man lösen muss. Diese Kategorie beschreibt ja aber einfach nur, dass eine völlig überhitzte Debatte über diese Probleme stattfindet, was verhindert, dass dieses eigentliche Problem gelöst wird. Und das war bei Özil ja beispielhaft genauso. Özil ist mit Sicherheit mannschaftsintern auch umstritten gewesen und hat vielleicht nicht dafür gesorgt, dass der Teamgeist am besten ist. Der ist mit Sicherheit auch wirklich, ja, ich weiß gar nicht, ob der sehr sympathisch ist. Das Problem ist, glaube ich nicht, ja. Das Problem ist wirklich, dass er benutzt wurde. Ja, er ist so ein bisschen der Sündenbock für alles. Weil die Stimmung in der Gesellschaft sowieso schon so war. Die Leute haben sich ja quasi gefreut, dass ausgerechnet er derjenige ist. Ja. Weil im Endeffekt hättest du genauso einen Thomas Müller rauspicken können. Das ist genau der Punkt. Der hat noch schlechter gespielt und der ist noch schlimmer fürs Binnenklima einer Mannschaft, wie man im Nachhinein rausgefunden hat. Und Mats Hummels genauso. Also das sind genauso faule Äpfel in einem Mannschaftsgefüge wie in Özil. Aber an Özil wurde es dann im Endeffekt, der Kicker bei ihm war dann einfach nur sein Migrationshintergrund. Und das ist das, warum ich diese Nominierung gemacht habe. Weil das hat mich dermaßen genervt, dass ich sogar irgendwann Özil verteidigt habe, obwohl ich der Letzte bin, der ihn irgendwie verteidigen wollen würde. Sowohl als Typ in der Mannschaft, weil er eigentlich trotzdem ein guter Kicker ist. Er ist nachweislich nicht der schlechteste Spieler gewesen, wurde sich aber immer rausgepickt. Und was so ein bisschen dann dafür gesorgt hat, was die Krone dem Ganzen aufgesetzt hat, war wirklich das Verhalten des DFB, die mitgekriegt haben, in was für Tendenzen und welche Leute das instrumentalisieren und da gar nichts dagegen gemacht haben. Im Gegenteil, die mit gezielten Interviews nach der WM haben ihn auch noch genutzt, um von eigenem Fehlverhalten abzulenken. Und da bin ich dann irgendwann echt wütend geworden. Weil der mir dann wirklich irgendwann leid getan hat. Und das ist eine Debatte,
kreiert hat, die ein Bild auf Deutschland wirft, worauf ich als Frankfurter erst recht gar keinen Bock habe. Ich habe keinen Bock drüber zu reden, wo der herkommt. Da will ich nicht drüber reden. Wenn er scheiße spielt, spielt er scheiße. Und dann will ich es auch sagen dürfen, ohne Angst haben zu müssen, dass irgendein Idioten-Wichser das benutzt für seine politische Agenda, um dann irgendwie ein Bild zu zeichnen von Deutschland, was sich dann übrigens auch weltweit zeigt, nicht nur hier. Das landet auch in der New York Times dann und fragt sich, ey, was geht denn an Deutschland ab? Chemnitz dies, dann hier Özil das, bla bla bla. Und der DFB mit so viel Medienerfahrung und so viel Zugang auch zu Medien, das so eskalieren zu lassen, auch teilweise bewusst lanciert, das ist für mich wirklich die Frechheit des Jahres, weil die sich damit auch selber geschadet haben. Und ich eigentlich, und ich bin ganz ehrlich, ich habe mich gefreut, als Deutschland ausgeschieden ist dann. Tja, ja, es ist extrem problematisch. Ich finde auch den Punkt von Axel auch extrem sinnig, denn natürlich ist es so, wenn wir uns die Fotos mit Erdogan angucken, ist auf jeden Fall etwas, was man auch kritisieren kann. Den ganzen Umgang damit ist extrem problematisch gewählt. Trotzdem halt, wie über Mesut Özil gesprochen wurde, dass sich auf ihn eigentlich alles gehetzt und gesetzt hat, zeigt, wie schwierig die Stimmung im Land aktuell ist. Deswegen denke ich auf jeden Fall der berechtigte Wolf des Jahres mit 55% Mesut Özil. Ja, das war ein sehr starkes Plädoyer. Ich gebe zu, dass Basti recht hat. Schweren Herzen. Aber trotzdem, ich finde, das hat auch genug Gelegenheit haben, das zu korrigieren. Vielleicht ja schon in der nächsten Kategorie. Vielleicht schon in der nächsten Kategorie. Und da müssen wir dazu sagen, da ist Axel vielleicht ein bisschen befangen, weil er ist jetzt quasi auch Teil der Nominierten. Wir reden nämlich jetzt über den Artikel des Jahres. Und da haben wir folgende auf der Liste, Herr Marvin. Ja, wir haben drei Nominierungen. Es gab eine Doppelnominierung, deswegen nur drei. Und zwar Meanwhile in Österreich mit 3%, ein bisschen abgeschlagen. Axel, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen. Ja, es ist eine Artikelserie auf 120 Minuten. Das sind ja Longreads, die sich tatsächlich eigentlich alle lohnen. Ich bin mir nicht sicher, ob es aus dem Zeitspielmagazin entstanden ist oder ob die eine Kooperation haben, keine Ahnung. Aber Zeitspielmagazin, auch ein sehr lohnendes Magazin, Heft, über den Fußball, mit langen Reportagen über teilweise ausgefallene und nicht medial beachtete Themen. Lohnt sich also sehr, da mal reinzuschauen. Und Meanwhile in Österreich ist eine Artikelserie, die den österreichischen Fußball ein bisschen unter die Lupe nimmt, wie es zu der Situation gekommen ist, wie sie aktuell in Österreich ist. Von den ganzen Fusionen über Ligareform, über die Öffnung des österreichischen Fußballs zur Totalvermarktung, die ja schon deutlich früher als in Deutschland eingesetzt hat, weil halt einfach viel mehr kleinere Sponsoren genutzt wurden, um Kapital heranzuschaffen. Ihr kennt alle diese völlig zugepflasterten österreichischen Trikots und Hosen, wo wirklich jeder Quadratzentimeter mit Werbung des örtlichen Metzgers oder der Sparkasse oder mit was auch immer zugepflastert worden ist. Das ist ein relativ interessanter Einblick in eine fußballerische Diaspora und hat mir sehr, sehr gut gefallen, deswegen habe ich es nominiert. Mhm. Cool, gute Sache. Und auf Platz 2 mit 26%, ein Artikel, den ich wunderbar fand und auch extrem richtig, aus Vorbei Sky. Axel, es ist dein Beitrag zu dem Ende, deinem persönlichen Ende der Liebesbeziehung mit Sky, denn irgendwann reicht es halt einfach, dass dieser Verein nicht mehr alles machen kann, was er sich denkt, ne? Ja, den fand ich auch. Rein. Also ich habe mich ja nicht nominiert, das wart ja ihr. Das war ich, genau. Richtig. Ja. Ich fand aber auch, das war ein wichtiger Text, der auch vielen, glaube ich, auf blumige Weise aus der Seele gesprochen hat, die wirklich Geld für Sky zahlen. Ich zahle mittlerweile nicht mehr so viel, dass es mich nicht mehr so aufregt. Also das, was ich momentan zahle, kann ich verkraften, dann denke ich mir, gut, ich kann es wenigstens schauen.
Aber wenn du wirklich überlegst, dass viele Leute den originalen Sky-Preis zahlen und das, da reden wir wirklich über 50, 60, 70 Euro im Monat. 76,99. Ich wäre auch kurz davor gewesen. Mir hat dieser Artikel auch aus der Seele gesprochen. Ich wollte kein Geld mehr für Sky bezahlen. Ich war 2 Tage zu spät dran mit meiner Kündigung. Hab lange mit denen diskutiert. Servicewüste noch und nöcher. Nachdem ich irgendwie 6-mal bei denen angerufen habe, habe ich dann auf Twitter versucht. Sie haben mir dann geantwortet, ihr könnt mal kurz raten, wann sie mir geantwortet haben. Zu spät. Na, 3 Wochen. Ja, du warst nah dran. 17 Tage später haben sie auf meinen Tweet reagiert. Mit Einstieg war von wegen, sorry für die leicht verspätete Antwort, wo ich mir denke, ihr Arschlöcher, geht sterben. Ja, leicht verspätet. Leicht nee, verspätet. Was ist denn los mit dir? Ja, es ist, was denn? Also es ist echt schwierig. Nee, ist der neue Basti, Grüße. Ich zahle jetzt noch 2 Jahre eindeutig zu viel Geld für den Verein. Was bezahlst du jetzt? Jetzt nochmal, ich muss das nochmal für mich. Jetzt, glücklicherweise habe ich es geschafft, irgendwie das Paket zu reduzieren. Wenn ich das nicht geschafft hätte, hätte ich tatsächlich monatlich 76,99 für 12 Monate zahlen müssen. Okay. Entschuldige bitte. Das sind über 900 Euro in einem Jahr. Es ist echt fies. Und was zahlst du jetzt? 32,99 für die nächsten 2 Jahre. Damit habe ich immerhin 2 Euro gespart. Und dann kriegst du dann noch diese wunderbare Frage, ja, das kostet sie einmalig 29 Euro Aktivierungsgebühr. Sind sie damit einverstanden? Habe ich dann, was passiert, wenn nicht? Was ist die Alternative? Ne, bin ich ja, habe ich gefragt, was passiert, wenn ich jetzt Nein sage? Ja, dann zahlen sie 76,99 pro Monat. Wo ich dann gesagt habe, das sind schon so ein bisschen mafiöse Veranstaltungen, die ihr hier gerade abfahrt. Da wusste man dann auch keine Antwort mehr so richtig. Also, die wollen jetzt auch für Sky Q Geld haben, die sollen mich in Ruhe lassen jetzt. Ja, dieser Verein ist von vorne bis hinten total durchtrieben und ich bin echt froh, wenn in 2 Jahren, diesmal habe ich rechtzeitig gekündigt, ich habe jetzt 2 Jahre im Voraus gekündigt, das Ding dann da durch ist und ich hoffe, dass bis dahin da irgendwie noch so ein paar Player auf den Markt kommen, die denen auch mal ordentlich Konkurrenz machen, weil das ist halt echt unverschämt. DAZN, ich gucke dich an. Also, Schauen wir mal, dass da was passiert. Aber auf Platz 1 mit einer überwältigenden Mehrheit von 71% der Artikel von Stefan Reich, 70 Meter für die Ewigkeit zum DFB-Pokalsieg der Frankfurter Eintracht. Ja, auch absolut verdient. Wir packen den Link dafür, aber auch den Link zu dem Beitrag von Axel mit dem Sky-Thema nochmal hier in die Sendungsnotizen. Wenn ihr das noch nicht gelesen habt, lest es euch auf jeden Fall durch und überlegt mal, ob ihr Sky wirklich noch braucht. Ja, also aber nein, ist die Leute werden es uns nachsehen, wenn wir uns hier so ein bisschen selbst feiern mit Gacinovic und mit dem Elf-Freunde-Artikel über die Eintracht. Wir wissen nicht, wann es das nächste Mal kommt. Also das war auch ein großartiger Text und das habe ich ganz, ganz selten. Wirklich, also bei mir passiert es eher, wenn es Bild und Ton ist, dass ich irgendwie anfangen muss zu weinen. Mir ist es echt ganz selten passiert, dass ich beim Lesen wirklich so nah am Wasser gebaut war, dass ich beim ersten und zweiten Lesen wirklich Tränen in die Augen gekriegt habe, als ich das gelesen habe. Als es um diesen Moment ging mit seinem Cousin und dass er das Gefühl hat, dieser ganze Schmerz wird rausgespielt und die Freundin freut sich für ihn, weil sie weiß, was das ihm bedeutet. Ich kann da kaum drüber sprechen, ohne dass ich wieder irgendwie, irgendwas im Hals kriege. Das ist echt ein Artikel, der hat so vielen Leuten aus der Seele gesprochen und ich glaube, das hat er ja auch gemerkt in den Reaktionen dann darauf. Weil es ein echt schönes Ereignis für viele Leute war und der einfach diese Gefühle gut zusammengefasst hat, die eigentlich jeder dieser mindestens 26.000 in dem Stadion und auch zu Hause hatte. Das war schon sehr, sehr, sehr emotional und der hat das super in Schriftform gebracht, was auch dafür gesorgt hat, Marvin hat mein Tattoo angesprochen, das ist auch der Titel meines Tattoos, also mein Tattoo wird abgeschlossen mit 70 Meter für die Ewigkeit, weil auch dieser Artikel zu diesem emotionalen Sammelsurium-Pokalfinale für mich absolut dazugehört. Also ich muss sagen, es war ein herausragender Artikel. Stefan Reich schafft sowieso auf wunderbare Art und Weise Dinge des Fußballs blumig und auch bildlich sehr gut darzustellen in Texten. Also es war ein wunderbarer Artikel und auch einer, den ich mir lange gespeichert habe. Auf jeden Fall berechtigt auf Platz 1, 70 Meter für die Ewigkeit. Grüße, bitte. Gut, dann kommen wir zur vorletzten langsam Kategorie, auf die Zielgerade ein. Genau, wir sind in der vorletzten Kategorie und da reden wir jetzt über das Beef des Jahres. Ja, gefällt mir. Beef des Jahres, da haben wir sehr lustige Nominierungen gehabt und auf Platz 4
Wir haben es eben schon mal ganz kurz thematisiert. Peter Beuth gegen die Fans. Ich habe es ja angesprochen, Innenministerkonferenz. Peter Beuth hat ein bisschen Probleme mit den Ultras und mit Pyrotechnik sowieso. Deswegen. Strafen für Ordnungswidrigkeiten ist sehr neutral. Ne? Ja, genau. Also insofern brauchen wir gar nicht mehr großartig drüber sprechen. Haben wir ja vorhin schon ein bisschen näher ausgeführt. Aber auf jeden Fall eine berechtigte Nominierung. Nur 8% bekommen, aber besser als nichts. Ein bisschen besser, und da teilen sie sich den zweiten Platz. Da fange ich mal an mit Lisa Müller gegen Niko Kovac. Lisa Müller, die Frau von Thomas Müller. Und auch hier zeigt sich wieder, was im Hause Müller so alles diskutiert wird, weil Niko Kovac fand sie nicht ganz so gut, hat es in einer Instagram-Story kundgetan. Und auch die Art und Weise, wie sie es kundgetan hat, zeigt, dass es natürlich ihr vollkommen offen steht. Also das kann jeder genauso machen. Aber es zeigt, dass sie von Kovac nicht so wirklich viel halten, ne? Ja, ähnlich sympathisch. Da haben sich zwei gefunden, werde ich mal sagen. Kann man sagen. Ähnliche Kontroversen gab es auch mit Julian Nagelsmann und seinen Augenbrauen. Also da haben sie auch zwei gefunden. Mit seinen Augenbrauen. Mittlerweile sieht Nagelsmann aus wie ein Model von Zoolander. Der ein oder andere mag den Film noch kennen, ja. Und man muss sagen, dass Nagelsmann wahrscheinlich ein absoluter Fußballfachmann ist, mit Dingen außerhalb der Fußballwelt aber irgendwo so seine Probleme hat. Deswegen teilen sie sich Platz 2. Ja, und Julian Nagelsmann, muss ich sagen, ein streitbarer Charakter auf jeden Fall. Streitbarer Mensch und zumindest visuell nicht immer einen Appetit haben. Nee, auf Grüße jeden Fall. An seine goldene Jacke. Ich habe das Gefühl, er wird uns die nächsten Jahre auch noch in diversen Kategorien begleiten. Ja, ich befürchte auch. Ja. Mode Papst des Jahres kriegt er jetzt hier einfach mal so schon vorausfällig. Ja. Auf jeden Fall. Für 2019 steht dann schon die erste Kategorie fest, aber ganz klar auf Platz 1 im Beef des Jahres. Uli Hoeneß im Kampf mit der Realität. 64% sprechen sich dafür aus, dass er den wahrscheinlich sogar verliert. Der Zug ist abgefahren. Da lache ich mich tot. Ja, also ich muss gestehen, ich habe das da reingeschrieben, weil ich nicht von Uli Hoeneß ablassen kann. Das auch, bin ich auch. Bist ein kleiner Fanboy geworden, oder? Pathologisch. Ja, das ist schon pathologisch. Also ich mache genau das, was ich bei ihm kritisiere. Nein. Aber es hat sich für mich trotzdem so ein bisschen durchs Jahr gezogen, weil es wirklich an ganz, ganz vielen Stellen aufgetaucht ist. Und es ist für mich auch trotzdem, du anhand dieser Person auch diese ganzen Debatten, die wir jetzt in dieser Sendung geführt haben, zusammenfassen kannst. Weil er ist Özil angegangen, er geht manchmal die Fans an, er kritisiert dies, er kritisiert das. Er steht für mich auch so ein bisschen sinnbildlich für diesen Günther, der zu Hause vor der Zeitung sitzt, weil er ist derjenige, der diesen Leuten immer Futter gibt, in allen Bereichen, auf populistischste Art und Weise und auf schwachsinnigste Art und Weise. Und umso mehr man sich damit beschäftigt, und ich bin froh, dass es mittlerweile stattfindet, weil früher war die Medienlandschaft noch nicht so ausgeprägt, da konnte der Uli Hoeneß wirklich noch zu 3-4 Zeitungen gehen, sagen, so und so schreiben wir das, der Ton wird gesetzt, fertig. Mittlerweile ist das, glaube ich, nicht mehr möglich. Und das freut mich ein bisschen. Und deswegen habe ich diesen Kampf so ein bisschen sinnbildlich in diese Kategorie gebracht, weil ich einfach das Gefühl habe, dass Gott sei Dank eine Hinterfragung stattfindet und man nicht auf dieses Gebrülle immer nur eingeht, sondern dass man auch wirklich hinterfragt, ob das vielleicht sogar falsch sein kann, was der sagt. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass es wirklich endlich eine Prüfung Uli Hoeneß versus Realität stattfindet, weil die beide kämpfen schon seit Jahren. Und wie Axel es gesagt hat, ich hoffe sehr, dass er den Kampf weiterhin verliert. Ja, aber du kämpfst ja praktisch weiter, denn das haben wir auch in der nächsten Kategorie. Und zwar im Dummschwätzer des Jahres, jetzt mit unserer letzten Kategorie, wird der Goldene Kalle verliehen. Wir haben ja immer den Dummschwätzer der Woche und da gibt es viele Nominierungen und auch viele berechtigte Nominierungen. Viele gewinnen diesen Pokal. Aber wir haben jetzt auch wieder 4 Leute dabei gehabt, die Top 4 auf Platz 4, kann ich jetzt schon festhalten. Rainer Koch mit nur 3%, das ist fast extrem wenig, gerade wenn man überlegt, dass Rainer Koch auch derjenige war, der so negativ über die Frankfurter Fanszene, über den Frankfurter Fußballverein sogar auch gesprochen hat und auch eigentlich wollte, dass er als Hardliner angesehen werden kann, der sich am liebsten auch wünschen würde, dass Länderspiele nicht so in Frankfurt spielen. Genau, Rainer Koch war zweimal zum Dummschwätzer der Woche nominiert und hat auch zweimal gewonnen. Verdienterweise, muss man auch dazu sagen. Mhm. Auf Platz 3, auch nur extrem wenig Prozente bekommen im Vergleich,
Rummenigge, und genau über Rummenigge haben wir ja vorhin schon gesprochen, das hängt so ein bisschen damit zusammen, weil der Wahnsinn mittlerweile auf anderen Schultern verteilt ist. Ne? Ja, der übrigens auch zweimal den Dummschwätzer der Woche bei uns geholt hat. Genau. Und Namensgeber. Man muss auch sagen, dass er nur zweimal gewonnen hat, liegt auch so ein bisschen daran, dass wir aufgrund der Häufung im Jahr davor so ein bisschen von ihm abgelassen haben. Also ja! Der endgültige, sein Endgegnerpreis war ja, dass die Kategorie Dummschwätzer der Woche in den Goldenen Kalle umbenannt wurde. Ja, er ist ja schon ausgezeichnet für sein Lebenswerk damit. Und allein, dass er es trotzdem zweimal schafft, darf man nicht gering genug hier erwähnen. Also, obwohl wir ihn eigentlich weglassen wollten, mussten wir ihn zweimal nominieren. Also. Naja, die Grundgesetznennung war einfach des Guten zu viel. Ja. Ja. Auf Platz 2, ein starker Platz 2, mit immerhin 26% Reinhard Grindel. Und ja, Axel, den hat er auch wirklich verdient, ne? Wenn Reinhard Grindel irgendwas verdient hat, dann das. Oder? Und man muss auch dazu sagen, er hat übers Jahr hinweg gut vorgelegt. Er hat nämlich in diesem Jahr 6-mal den Dummschwätzer der Woche gewonnen. Das ist schon eine ordentliche Leistung. Ja, wirklich 6-mal. Also er ist eigentlich der Gewinner, weil das ist am meisten. Aber scheinbar ist die Emotionalität größer geworden bei den Abstimmern. Dass jemand anders gewonnen hat, aber Grindel sollten wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich habe ja schon meine Ausführungen zu ihm gemacht. Ich bin gespannt, was ihr noch zu ihm zu sagen habt. Naja, ich finde, Grindel ist halt insofern ein absolut berechtigter Preisträger eigentlich, wenn ihn jetzt halten würde. Wie gesagt, 6-mal im Endeffekt schon die Krone bekommen, die kleine Krone. Denn jemand, der am laufenden Band sich extrem problematisch äußert, der kein Gefühl hat für diesen Fußballverband, dem er Herr ist im Grunde, muss ich schon sagen, ist reichlich absurd. Und dann plötzlich taucht er dann wieder auf Zypern auf und freut sich, dass die Eintracht so einen guten Fußball spielt, während er davor eigentlich schon ganz klar kundgetan hat, dass ihm das nicht so recht ist, dass so eine Tretertruppe wie die Eintracht einen DFB-Pokal holt. Also da sind schon sehr, sehr viele problematische Äußerungen dabei. Und er strahlt auch keinerlei Souveränität aus. Aber gut, was soll man sagen? Es ist jemand, der vom Fußball wahrscheinlich relativ wenig Ahnung hat und von allen anderen Sachen, die er davor gemacht hat, ja auch relativ wenig Ahnung hat. Insofern zieht sich das wie ein roter Faden durch seine Karriere. Umso schlimmer, dass er diesen Posten überhaupt bekleidet eigentlich. Ne? Mich wundert es tatsächlich, wie diese Menschen die Leiter immer wieder hochfallen. Mhm. Ich kann es in Teilen nicht verstehen. Du siehst es ja auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen, wenn wir jetzt in die Politik gehen. Wenn du dir anguckst, wie das Kabinett zusammengesetzt ist, dann denkst du dir halt, ja, was qualifiziert den Menschen denn dazu, jetzt hier eins der höchsten Ämter in diesem Land zu bekleiden? Und wenn er da versagt, was qualifiziert ihn, einfach einen Schritt nach links zu gehen und ein neues, sehr hohes Amt zu bekleiden? Oder wenn du dir in der Wirtschaft anguckst, wenn irgendwelche Top-Manager das eine Projekt in den Boden gerammt haben, kommen sie immer wieder woanders unter für noch mehr Geld. Und du denkst dir dann halt, wie funktioniert das? Was ist das für ein System? Warum kommen immer diese gleichen Leute an diese Schalthebel der Macht? Und bei Grindel ist es halt, für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, wie so ein Mensch, der ja augenscheinlich weder ein Interesse am Fußball hat, noch ein großartig Ahnung davon hat, ein Präsident des DFB werden kann. Es ist mir ein komplettes Rätsel, es ist ein Mysterium. Normalerweise müsste jetzt Jonathan Frakes aus dem Hintergrund auftauchen und die Frage stellen, ob das wirklich passiert ist. Es ist unfassbar absurd. Auch jemand, wie du schon gesagt hast, aber ich glaube, er hat kein Interesse am Fußball, er hat einfach ein Interesse an der Macht. Und das ist, glaube ich, etwas, was ihn ganz ja, klar... Ja, das ist ja offensichtlich, Marvin. Ja. Es ist ja noch nicht mal so, dass er das verschleiert. Nö, auf gar keinen Fall. Ne? Ich verstehe trotzdem nicht. Also wenn sagen wir mal wirklich, er will an die Macht und er hat keine Ahnung vom Fußball, bla bla, aber er muss ja Menschen überzeugen eigentlich, auf irgendeine Weise. Und da ist es genau, was Axel dieses Mysterium anspricht. Das verstehe ich nämlich auch nicht, weil er kann auch keiner sein, wo man sagt, okay, das ist ein Menschenfänger, der hat in gewissen Gremien die Leute von sich überzeugt. Weil diesen Typ, den würde ich nichts abkaufen, wenn er Versicherungsmakler wäre. Nichts würde ich mit dem zu tun haben wollen. Wenn das mein Nachbar wäre, den würde ich nicht grüßen.
Das ist einfach, ich verstehe nicht, aber wie die das dann schaffen, wie kann er das schaffen, andere Menschen von sich zu überzeugen? Auf welche Weise? Das ist für mich ein Rätsel. Na, ist halt die Frage, ob er andere Menschen von sich überzeugt oder ob andere die Menschen von ihm überzeugen und er nicht vielleicht auch an der Stelle, wie wir das vorhin irgendwie mit Pratzo hatten, derjenige ist, wo du sagst von wegen, den lassen wir jetzt da vorne mal stehen, der vertritt die Sachen irgendwie und hinten dran machen das andere im Hintergrund. Kann ja auch durchaus sein. Ich meine, das ist jetzt alles sehr spekulativ, wir kennen die Hintergründe da jetzt auch nicht. Aber das und du darfst halt, diese ganzen Landesfürsten darfst du nicht vergessen. Ja. Die dann im Kleinen genauso oder im Kleineren genauso ihren Machterhalt haben wollen. Das darfst du halt nie vergessen, dass du dann, dass das ja alles ja eine Melange aus Arschlöchern ist. Sehr schön gesagt. Ja, und da sticht halt auch keine Krähe der anderen irgendwie das Auge aus. Also das ist halt auch so. Die sind sich da alle untereinander einig und helfen sich da gegenseitig halt auch auf ihrem Thron zu bleiben, weil sie wissen, solange der da sitzt, passiert mir halt hier in meinem kleinen Ding auch nichts. Ja. Naja, also insofern extrem starke Nominierung, auch wenn ihr nur 26% bekommt. Aber es überstrahlt halt eine Person alles, die wir heute auch wie einen roter Faden schon durch die Sendung eigentlich begleitet haben. Und zwar mit 66% zum Dummschwätzer des Jahres gewählt worden und natürlich auch völlig zu Recht, Uli fucking Hoeneß. Ich stehe. Gibt's eine Kategorie, die Hoeneß nicht gewonnen hat? Sagen wir, es gab zumindest keine Kategorie, in der wir ihn nicht irgendwie erwähnt haben, weil er doch an allem irgendwie beteiligt ist. Er hat über das Jahr hinweg ja auch schon dreimal den Dummschwätzer der Woche geholt, was eigentlich fast schon zu wenig ist für die Art und Weise und für die Häufigkeit, wie er aufgetreten ist. Aber ich glaube, hier hat er dann doch nochmal, wie Marvin schon sagte, so alles überstrahlt und hat deswegen hier diesen Erdrutschsieg mehr oder weniger geholt. Er hat halt Kontinuität bewiesen. Also er war über das gesamte Jahr hinweg ein absolut unsäglicher Mensch. Also das muss man sagen. Der Marathonläufer unter den Dummschwätzern. Ja. Er hat es geschafft, über ein Jahr hinweg alle Menschen so vor den Kopf zu stoßen, dass selbst eingefleischtere Bayern-Fans mittlerweile schon von ihm abgelassen haben und ihn als nicht mehr als Oberhaupt dieses Vereins akzeptieren können. Das musst du ja mal schaffen in einem Konstrukt, wo so viel so gut läuft, ja, wo du regelmäßig deutsche Meisterschaften holst, dich immer für die Champions League qualifizierst, finanziell einigermaßen auf ordentlichen Beinen stehst, ja, einigermaßen, also ich meine, ist ein Millionenkonstrukt. So. Ja, genau. Aber dann schaffst du es trotzdem, deine eigentlich unantastbare Position, und zwar, dass du diesen Verein zu dem gemacht hast, was er heute ist, ja, irgendwo so aufweicht, dass mittlerweile Leute sagen, ja, der Uli ist ja schon ein ganz schöner Schwachkopf, also mittlerweile habe ich keinen Bock mehr auf den. Uli Hoeneß. Geiler Typ. Ja, ich bin jetzt geht's erstmal nach Katar und dann ist wieder alles gut. Genau. Also er ist auf jeden Fall, er belebt das Feindbild FC Bayern mit seiner Intronisierung oder mit seinem dauerhaften Präsidentenamt auf jeden Fall ganz gut. Ne? Tatsächlich. Aber mein Vorsatz für 2019 ist persönlich, mich nicht mehr so viel mit ihm beschäftigen. Viel Glück, Basti. Ich werde es probieren. Ah, oh, da glaube ich noch nicht dran, dass du das schaffst. Doch, ich werde es mir fest vornehmen. Ich werde mich mehr auf Minzlaff stürzen. Ich auch. Sehr gut. Vom Regen geht die drauf. Groß. Make Minzlaff great again. Grüße. Ich würde sagen, dafür schönes Schlusswort eigentlich. Also weniger Uli, mehr Minzlaff. Ja, falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen guten Vorsatz fürs nächste Jahr gesucht habt, dann haben wir euch hiermit einen präsentiert. Damit haben wir sie abgehandelt. Alle 14 Kategorien, die wir für diese heutige oder diesjährige Jahresendabrechnung hatten. Es war ein erfolgreiches Jahr für uns alle, glaube ich, aus Podcast-Sicht. Basti und Alex, Axel, Alex sag ich schon, Basti und Axel, das war zu lang. Basti und Axel rollen ja hier so ein bisschen das Podcast-Business von hinten auf. Habt ihr noch weitere Projekte fürs nächste Jahr, wo wir schon mal so ein bisschen spoilern können, oder bleibt es jetzt erstmal bei den
Projekten. Da dürfen wir aus rechtlichen Gründen nicht drüber reden. Gut. Also. Strafrechtlichen Gründen. Strafrechtlich. Es war ein erfolgreiches 2018. Es wird ein noch erfolgreicheres 2019. Axel, vielen Dank, dass du wieder dabei warst bei dieser traditionell zum Ende des Jahres stattfindenden kleinen illustren Runde hier. Wir haben so viel Treffen. Ja, sehr, sehr gerne. Es macht mir großen Spaß. Ja. Falls ihr noch zu viel Weihnachtsgeld diese Woche übrig habt, hört das Wettbrötchen und setzt Geld. Ich setze die das Woche kann man auf. Auch ohne, das kann man auch ohne Geld setzen hören. Wir wollen dafür gar kein Geld haben. Ja, aber man rutscht ja dann zwangsläufig da so ein bisschen rein. Ich habe die Woche nein, mal ausgesetzt. Nein, das tut man nicht, René. In die Suchtspirale. René, da habe ich eine Internetadresse beim Blauen Kreuz für dich. Da kannst du dich informieren. Ja, sehr gut. Schon zu spät so, ist. Ich könnte das Geld auch für meine Amazon-Wunschliste ausgeben. Ich brauche noch ein bisschen Geld für meinen Kühlschrank. Grüße. Gut. Dann ist das noch eine weitere Empfehlung. Wir melden uns ansonsten im nächsten Jahr wieder. Wir haben noch so die ein oder andere Idee. Ansonsten 93 hören, Wettbrötchen hören, alles, was euch sonst irgendwie so einfällt, hören. Wir wünschen euch einen wunderschönen Jahresausklang. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins nächste Jahr und melden uns dann im nächsten Jahr in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschö, frohes Neues. Alter! Ach nee, falsche Sinn.